Sony Interactive Entertainment presents ein Spiel der PlayStation Studios von Insomniac Games. Die machen echt guten Stuff. Marvel. Herzlich willkommen zu Let's Show Spider-Man Miles Morales. Ein absolut gehyptes Game auf der PlayStation 5. Ich wollte schon vor Ewigkeiten spielen, aber ihr wisst ja, Leute, es gab Internetprobleme ohne Ende, also musste ich es immer weiter nach hinten verschieben. Jetzt ist es endlich soweit. Wir spielen die ersten 2 Stunden. Ich freue mich schon sehr. Raytracing wird unterstützt. Es gibt eine, ich glaube, wirklich native 4K-Auflösung, aber auch wahlweise einen 60-FPS-Modus. Ich werde es erstmal auf Grafikmodus spielen, weil ich finde schon, das muss bei Spider-Man sein, oder? 4K mit Raytracing, Leute. Rein da. Ganz am Ende gucken wir vielleicht nochmal in den Performance-Modus rein, damit man den Unterschied sieht. Aber grundsätzlich werde ich hier im Grafikmodus spielen. Und ansonsten werden auch alle Features des Controllers unterstützt. Adaptive Trigger, haptisches Feedback, dies, das, jenes, auch das 3D-Audio. Allerdings habe ich keine kompatiblen Kopfhörer, daher weiß ich nicht, wie sich das so anfühlt. Und der Flex muss jetzt sein. Gönnt mir den Flex. Keine Ad, aber trotzdem Flex. Ich habe von Sony PlayStation, Marvel und Adidas, ich glaube, das sind alle Marken, die daran beteiligt waren, diese heftigen Spider-Man-Schuhe zugeschickt bekommen, schon Anfang Dezember. Ich habe sie auf Instagram bereits gezeigt, ganz kurz in der Story. Heute aber auch vor einem Monat. Passend zum Spiel. Alter, wie geil, oder? Wie ultra geil. Sehen so sick aus. Also der Flex, der muss mir gegönnt sein an der Stelle. Danke nochmal an alle. Bam. Und wir schauen uns am besten an, was bisher geschah. Let's go, der Hase. Bis vor etwa einem Jahr lief mein Leben eigentlich normal. Ich lebte am besten Ort überhaupt. Brooklyn, natürlich. Hatte 2 coole Eltern und stand total auf Wissenschaft und Superhelden. Alles änderte sich, als mein Vater beim Anschlag auf das Rathaus starb. Ich konnte nicht fassen, dass er tot war. Aber Peter Parker und seine Tante May waren für mich da. Und auch Spider-Man, der, wie ich später erfuhr, Pete ist. Verrückt, was? Als dann die Teufelsatemkrise begann, wurde es heftig. Die ganzen Spidey-Superschurken tobten sich aus. Ich habe ihm geholfen, so gut ich konnte. Und danach dann, ob ihr es glaubt oder nicht, biss mich eine Spinne und alles wurde anders. Damit Mom sich keine Sorgen macht, ging ich zu Pete. Und jetzt sind wir offiziell Spider-Bros. Er hat mich trainiert und so langsam habe ich den Dreh beim Netzschwingen wirklich ganz gut raus. Ich versuche noch, das mit allen anderen Verpflichtungen unter einen Hut zu kriegen. Schule, Freunde, den Umzug. Ich bin vor ein paar Wochen nach Harlem gezogen. Aber ehrlich, ich kann kaum erwarten, was die Zukunft bringt. Die bringt Epicness. Spider-Man, Miles Morales, wir starten. Schwierigkeitsgrad. Puh. Also, es soll gar nicht mal so easy sein, ne? Das Game haut rein. Lass mal gucken. Diese Einstellung ist für Spieler, die ein ausgeglichenes Erlebnis mit gewisser Herausforderung wünschen. Ja, dem Text nach zu urteilen, stimmt das? Freundlich. Diese Einstellung ist für Spieler, die die Story ohne herausfordernde Kämpfe genießen möchten. Ey, warum gibt's denn da keinen Schwierigkeitsgrad noch dazwischen? Nee, dann schon hier, oder? Alles andere wäre ja wirklich lächerlich. Meine Güte, wir sind Spider-Man, wir müssen auch ein bisschen was aushalten. Es gibt sicherlich auf die Fresse, aber am Ende werden wir rocken. HDR ist aktiv, auch wenn ihr es auf YouTube nicht sehen könnt.
keine Ahnung, Stereo wollte ich eigentlich machen. Also ich habe ein Heimkino, aber jetzt nicht für den Stream. Nee, dann lassen wir es so. Und hier, genau, kannst du zwischen den einzelnen Modi wechseln. Da gibt es sogar noch, das wusste ich gar nicht, eine alternative Version des Leistungsmodus. Dies ist eine alternative Version des Leistungsmodus mit 60 Frames pro Sekunde, bei der Raytracing durch Anpassung der Szenenauflösung, Reflexionsqualität und Passantendichte hinzugefügt wurde. Okay, cool. Das ist natürlich auch noch eine Option. Aber wir lassen es jetzt mal bei 4K, 30 FPS, Raytracing, Ford Win. Domi ist unglaublich. Schauen wir mal, schauen wir mal. Nein, easy ist das Spiel auf jeden Fall nicht. Ja, ja, ich weiß schon, Marinendo. Wir werden es überstehen, wir werden es überstehen. Englische Sprachausgabe, nö. Lass mal auf Deutsch. Und ich denke mal, der Rest passt. Also los! Coole Musik, Mann. Ich hoffe, kein Copyright drauf. Oh, Ehrenmann. Danke, Kleiner. Genau. Ich mach das. Hey, danke. Kein Problem. Hey, malen Sie den neuen Spider-Man auch noch? Der kleine? Ja, vielleicht. Das Original sagt mir mehr zu, okay? Klar. Hey, ist Tios Bodega hier in der Gegend? Ja, das gelbe Schild im Block runter. Nicht zu verfehlen. Danke. Tolle Arbeit übrigens. Aber lassen Sie etwas Platz für den neuen. Man weiß ja nie. Bro, es sieht so heftig aus. Oh, geht schon los. So, da bin ich wieder. Holy shit. Hey Pete, ich bin gleich da. Habe ich den Konvoi verpasst? Noch nicht. Ein paar Häftlinge fehlen noch. Fühlt sich bestimmt gut an, die Ausbrecher vom letzten Jahr wieder ins Raft wandern zu sehen. Wirklich gut. Das Hilfe! Raft sieht schlimm aus, aber sicher ist es. Solange sie wenigstens die Oktopuslöcher geschoben haben. Hoffentlich. Okay, ich komme näher. Bin gleich da. Ich sag Mom, dass ich später komme. Miles, Kital, hast du meine Einkaufsliste? Hey, Mom. Ja, aber in der Bodega gab es keine Kokosnussmilch. Ich schau noch mal woanders. Oh, danke. Und geh nicht nach Litauen. Dieser Gefängniskonvoi sorgt dafür ein Verkehrschaos. Oh, ja, gute Idee. Bis später, Mom. Mann, wie schafft das Pete mit seiner Geheimidentität? Ich mach das total fertig! Alter Schwede. Das Gefühl hier oben ist so insane. Und der Controller gibt auch richtig schönes Feedback. Das mit der Sonne sieht so mega nice aus. Ich weiß, ich muss da vorne hin, aber ich möchte es noch ein bisschen genießen. Huch! Okay, kann aber nichts passieren. Der klebt sich direkt am Fenster
fest und klettert dann rauf. Alright. Ja, moin, Leute. Epischer Shit. Und man kann hier anscheinend auch ein paar Stunts machen, oder? Wie sieht's aus? Ja, doch. Also er genießt es auf jeden. Auch cool, mit X komme ich wohl noch ein Stückchen schneller voran. Beziehungsweise kann die Richtung ändern. Bleib cool, bleib cool. Du hilfst Spider-Man, einen Gefängniskonvoi zu schützen. Du schaffst das. Einatmen, ausatmen. Bleib cool. Ah. Mach 60 FPS. Also bis jetzt stört mich das überhaupt nicht, dass es in 30 FPS läuft. Das wundert mich voll. Es wirkt trotzdem übelst flüssig. Mega geil, Alter. Bist du hier? Ich brauche noch etwas Treibstoff. Wie kannst du so trinken? Ganz, ganz vorsichtig. Okay, los geht's. Helix 2 unterwegs mit schwerer Ladung. Verstanden, Helix 2. Wir haben sie erfasst. Das ist eine große Sache. Muss es auch sein. Hunderte sind letztes Jahr aus dem Raft entkommen. Es wird Zeit, sie zurückzubringen. Die Polizei geht kein Risiko ein. Besonders nicht mit unserem Ehrengast. Wir haben mit Störungen zu kämpfen. Ist einer von Doc Ock's Helfern da drin? Glaub schon. Vielleicht Vulture, vielleicht Scorpion, vielleicht jemand Größeres? Okay, wir haben ein Problem. Warte, Miles, lass mich! Ich schaff das, Pete, keine Sorge! Miles, nicht! Das ist sicher! Sie treffen ab, Helix 2. Das Gewicht zieht mich mit! Korrigieren auf 3-3-6. Da reagiert nicht. Achtung, gleich knallt's. Helix 2 stürzt ab. Helix 2 stürzt ab. Helix 2 ist unten. Keine Verletzten. Ladung ist beschädigt. Einsatzteam kommt. Durchhalten, Helix 2. Pete, tut mir leid, Mann. Das wollte ich. Ist okay, wir schaffen das. Wir müssen das nur im Griff haben. Bevor das passiert. Hallo, ihr kleinen Spinnen. DTF? Okay, crazy. Netzschlag. Ja, moin. Wurde gerade gefragt, ob ich den ersten Teil gespielt habe. Also den gibt's ja auch als Remaster. Den habe ich auch noch. Es gibt so eine Spezialedition von dem Game und da sind beide, glaube ich, dabei. Ob ich das erste gespielt habe, ich bin mir nicht sicher. Ich hatte mal ein Spider-Man-Game für den GameCube. Das habe ich auch total geliebt, aber ich glaube, das hieß auch wirklich nur Spider-Man. Und das müsste das zum ersten Film gewesen sein. Die ersten drei Filme habe ich alle gesehen. Die danach allerdings jetzt nicht mehr. Okay. Einspinnen. Heilen. Also das Kampfsystem ist, soweit ich weiß, ziemlich cool, weil man kann ziemlich viele verschiedene Kombos ausführen. Und kriegt, glaube ich, auch irgendeine Belohnung dafür, wenn man lange nicht getroffen wird. Ich sollte jetzt vielleicht erstmal den mit dem mit der Pistole besiegen. Warte, was ist das? Ich kann diese Mülltonne zu mir ranziehen. Ja, lol. So nah war ich noch nie an dem Großen dran. So würde ich es nicht sagen. Schon episch. Gönn dir. Ja, die mit der Pistole am besten immer gleich festmachen mit dem Netz. Heilen, wenn nötig. Und aufpassen, aufpassen. Immer was zu sich ranziehen. Das scheint sehr stark zu sein. Yeah, geil, Alter. Hilfe hier oben! Hast das?
Wir meinen das Spiel von 2018. Nee, das kenne ich nicht. Das ist nicht gut. Aber ist jetzt nicht schlimm. What the hell? Alter, was geht hier ab? Oh, ich muss ihn einholen. Ich muss ihn einholen. Wenn der Schlimmste eine miese Schlagzeile ist, wow, haben wir Glück. Ist der geisteskrank? Digga, das Spiel ist schon richtig heftig gemacht. Allerdings, man muss auch dazu sagen, gibt natürlich auch Kritikpunkte. Es ist leider nicht besonders lang. Also man kann es in 5-6 Stunden durchspielen. Aber diese 5-6 Stunden sollen wirklich pure Unterhaltung sein. 85er Metascore und Fans feiern das Spiel. Scheiße, wo ist er hin? Ah, hat noch gezählt. Festhalten, kleine Spinne! What the fuck? Also das ist grafisch, glaube ich, auch das Beste, was die PS5 bis jetzt zu bieten hat. Oh, wow! Die Macht über Leben und Tod erregt mich. Ich hab doch gedrückt! Ah, okay. Jo, Ehre. Bitte, kein Problem. Alter, Quicktime, wir werden es nicht fertig machen. Soweit, so gut. Weihnachtsbaum, lieber mal ausweichen. In Weihnachten saß ich hinter dicken Stahlmauern. Dieses zu wild. Spaß haben. Er ist eine Plage. Na, zu lasch. Er ist eine lahme Plage. Zu simpel. Vielleicht. Er ist eine Schwachköpfige. Oh. Hey, Jonas, sieht gut aus. Sehr festlich. Plage. Eine schwache, tückische, irre Plage. Genau hier. Oh, es geht schon weiter. Wo kommen wir jetzt das? Es ist schon spät. Hey, Mom. Ja, guck. Digga, da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet gerade. Abenteuer. Wenn das die ganze Zeit so ein Tempo hat, das Spiel, kann ich kein einziges Mal in den Chat schauen. Oh, what the? Dass das so dynamisch geht, finde ich so krass. Der reißt da einfach mal das Haus auseinander. Ich kann da rein, aber ich bin so weit hinten. Kann ich mich nicht irgendwie weiter nach vorne schießen? Schon unterwegs. Aua! Was hab ich denn da getroffen? Schnell! Jo, ich glaube, die ballern auf den, die Polizisten. Aber wir holen ihn ein. Jo! Back in business. Schnell! Ja, wie machen wir das? Drehen wir die Heizung auf. Oh, schlecht, ganz schlecht. Scheiße. What the fuck? Pete, bist du okay? Nein! Alles klar! Ich hab ihn! Stromausfall! Verdammt, ich streame gerade! Okay. Ja. Gib mir eine Minute. Schwing dich immer so hoch am Ende. Okay. R2 und L2 gleichzeitig. Dann kann man sich nach vorne schießen. Oh! Lil! Seid ihr denn völlig krank? Oh, nicer Move. Beim nächsten Konvoi nicht mit Panzerfäusten auflaufen. Vielleicht am besten nirgendwo. Schön ausgewichen. Weiter so, Bro. Kann ich auch irgendwas an, zu mir ranziehen? Bam. Gib ihm. Yes. Gönn dir. Bam. Was? Ich habe ihn nicht getroffen? Das wird gleich ab!
Was willst du, hä? Was willst du? Ausgewichen! Und ausgekontert. Okay, läuft einigermaßen sogar. Sagte er und wird beschossen. Warte, ich konnte mich doch da hochschießen irgendwie, ne? Ah ja, stimmt. R2, L2, ausweichen. Was? Eine erfolgreiche 15-Treffer-Kombo gibt dir die Fähigkeit, einen Finisher auszuführen. Erziele eine 15-Treffer-Kombo durch Angreifen oder Ausweichen, ohne getroffen zu werden. Oha, ganz, ganz wild. Ich glaube übrigens, wir machen für dieses Let's Show mal eine Ausnahme. Normalerweise blende ich mich ja immer aus bei Zwischensequenzen. Allerdings ist das hier so dynamisch und wild. Das könnte ich gar nicht zuordnen, wann jetzt eine Sequenz am Start ist und wann nicht. Ja, das wollte ich an der Stelle nur kurz sagen. Und gebt mir mal geschwind eine Sekunde Zeit. Ich habe nämlich vergessen, die Links vom Bot zu ändern. Der postet die ganze Zeit noch Minecraft Dungeons und die Xbox. Ist jetzt natürlich auch nicht schlimm, aber würde das gerne dann doch ändern. Zumindest die Xbox raus, die PS5 rein. Und ansonsten findet ihr wie immer in der Videobeschreibung einen Link zu Instant Gaming. Also wenn ihr PlayStation-Guthaben braucht und das Spiel kaufen wollt, dann findet ihr es im ersten Link in der Videobeschreibung. Dankeschön an alle, die es nutzen. Das Guthaben ist da auch immer ein bisschen günstiger. So, dann haben wir aber auch genug Werbung an der Stelle gemacht. Und weiter geht's. Finisher. Dem seine Fresse ist Matsch. Oh, fuck. Ja, du musst die mit der Pistole musst du sofort irgendwie einlullen. Den da zum Beispiel. F, Heilung. Wie oft kann ich mich eigentlich heilen? Wie wird das bestimmt? Und ich habe jetzt auch keinen Netzschuss. Achso, der Netzschuss regeneriert sich. Okay, das sehe ich gerade. Okay. Ah, und für besiegte Gegner kann ich mich dann heilen, oder wie? Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Was ist da jetzt? Das ist dieser Reno, oder wie er heißt. Oh mein Gott. Nein. Ich wollte nicht darunter. Ich habe selten so einen wilden Spielstart erlebt wie hier, aber sehr, sehr episch. Wo ist denn der hin? Keine Gnade. Oder soll ich die Vollidioten besiegen? Kein Problem, Mann. Wo ich hin muss. Ich brauch Hilfe. Heilen kannst du von dem Balken unter deiner Lebensanzeige. Das habe ich gesehen, aber wie fühlt er sich auf? Also ich glaube doch, durch besiegte Gegner. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich kill die alle und dann schauen wir mal, was passiert. Epischer Knockout. Ah, okay, war richtig. Alles klar, war richtig. Ich wollte eigentlich auch gar nicht da hinten hin, aber ich wurde dahin geschleudert. Oder hingelotst. Oh oh. Spider-Man, alles klar? Wenn ich weiß, dass eine Sequenz kommt, dann blende ich mich aus. Oh fuck, Peter! Pete, wach auf, Mann! Dieser Spider-Man ist kaputt. Ich möchte ihn gerne umtauschen. Oh, der ist doch gut. Miles, verschwinde hier! Mann, hau endlich! Was geht denn jetzt ab? Drachenfaust-Modus oder wie? Oder Spinnenfaust. Was war das?
wie ein Wien im Schlag. L1 und Dreieck. Lol. Wien im Schlag. Verursacht beim Aufprall Wien im Schocker. Wien im geschockte Gegner erleiden durch Basisangriffe zusätzlichen Schaden. Ah, heftig. Das Spiel war ursprünglich als DLC zum Vorgänger geplant. Ah, das erklärt vielleicht, warum es so kurz ist. Ja, aber wie gesagt, ich kenne den Vorgänger nicht. Ich habe zwar auch die Remastered-Version, also wenn ihr Bock habt, können wir da auch mal reinschauen. Aber ich wollte jetzt mit dem neuen Teil einsteigen, weil PS5-Hype, ne? Und außerdem viele, viele haben es sich von euch gewünscht. Und bisher, volle Begeisterung. Auch wenn es nur ein kurzes Spiel ist, sie liefern wenigstens jede Sekunde ab. Das muss man echt sagen. Du benötigst Wienem Kraft, um Wienem Schlag auszuführen. Baue Wienem Kraft auf, indem du Gegner angreifst oder ihnen ausweichst. Alright. So, jetzt machen wir eine Basisangriffe mehr Damage, ja? Und ich soll Dreieck gedrückt lassen für mehr Schaden, hat einer geschrieben. Wobei ich glaube, hier macht Combo mehr. Okay, ich glaube, den können wir wirklich nur mit dem Wien im Schlag ordentlich Schaden machen. Weil alles andere hat mir gerade nicht so viel gebracht. Also klar, wenn er taumelt, dann draufhauen, macht Sinn. Aber so ein Element zu sich ranziehen oder so scheint nicht viel zu bringen. Also bleibe ich mal bei der Taktik. Ist wohl besser. Boah. Bro, chill mal. What the f- Was ist denn jetzt los? Damit bin ich sogar einverstanden. Ja, normale Schläge ohne Wien im Schlag bringt gar nichts. Oh, vielleicht kann ich noch Finish machen. Finisher! Yes! Gönn! Gib ihm! Hä, wieso? Was? Wieso kann ich keinen Finish einsetzen? Ist dir das egal? Jetzt vielleicht? Es steht da Finisher, aber er macht ihn nicht. Warum? Oh fuck. Du hast heute vielen Leuten wehgetan, Alexi. Was geht mit dem ab? Aber ich habe keinen Plan, warum ich ihn nicht finishen konnte. Jetzt ist es natürlich vorbei, weil wenn du einmal getroffen wirst, ist der Finish anscheinend weg. Aber jetzt nochmal Wien im Schlag und gib ihm. Jetzt Finisher. Ja, jetzt hat's anscheinend geklappt. Oder nee? Hä? Oder kann man das gegen Bossgegner nicht einsetzen? Aber wieso zum Teufel wird's dann eingeblendet? Lebst du noch? So halb. War ein Finisher, okay. Jungs? Wow, echt? Wow. Simon Krieger, Leiter der Forschung bei Roxxon Energy. Ist mir ein Vergnügen. Gleichfalls. Sorry. Unser Ball ist in Ihrem Hof gelandet. Nein, das kommt uns ganz recht. Wir haben das hier gerade gekauft und wollten es sowieso abreißen. Aber ihr seid uns zuvor gekommen. Also vielen Dank. Euch beiden. Rhino ausschalten? Alleine? Du wirst es noch weit bringen. Danke, aber er ist noch gefährlich. Nein, wir übergeben ihn der Polizei. Wisst ihr, ich dachte, unsere Jungs seien zu viel des Guten. Aber dann passiert sowas hier. Oh, die Pflicht ruft. Hey, es war toll, euch kennenzulernen. Eine strahlende Zukunft. Hallo? Er hat recht. Verschwinden wir. Und überlassen das der Polizei. Also. Ja. Danke. Ja, okay. Vielen, vielen Dank. Mio,
Elektrizität. Wow. Ich muss zugeben, ich bin neidisch. Hey, Mann. Ich bin längst nicht wie das Original. Also testen wir das morgen? Mal die Spannung messen? Oh, Mann. Ja, sorry. Ich wollte es dir längst sagen. Ich bin erstmal nicht da. Die nächsten paar Wochen. Ist das einer von deinen Witzen? Nein, MJ ist für den Bugle im Ausland und will mich als ihren Fotografen. Es wird eine Art Arbeitsurlaub für uns. Oh, Mann. Hey, ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Heute habe ich echt Mist gebaut mit dem Helikopter. Aber dann hast du abgeliefert. Du warst meine Rettung, Miles. Ich hatte Glück. Hey, ich habe das 8 Jahre ohne Backup gemacht. Und du kannst mir glauben, ich habe viel Mist gebaut. Aber so lernt man. Was ist das? Weihnachtsgeschenk. Aber zuerst legst du den Eid ab. Oh. Okay. Ich schwöre, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die Stadt zu schützen. Ich schwöre. Das war's? Ist das ein echter Eid? Natürlich. Sowas denke ich mir doch nicht aus. Dann bis demnächst, Spider-Man. New Yorks einziger Spider-Man. Ich bin New Yorks einziger Spider-Man. Ich bin New Yorks einziger Spider-Man. Bitte versau das nicht. The city late and I hit a pencil. Shining on a marathon. Mission abgeschlossen. So, hab gelesen, Finisher geht bei Bossen nicht. Gut, macht auch Sinn, aber man macht mehr Damage. Alright. Gleich kommt Copyright Music. Ja, also wenn die aktuelle gemeint ist, dann ist es ja jetzt schon zu spät. Ja, dann wird Sony das halt wegclaimen, okay. Bin ich ja schon gewohnt mittlerweile. Und ihr habt wieder Spaß mit meiner Aussprache. Dann halt Venom, meine Güte. Ich mach mich nochmal weg hier. Du wurdest hochgestuft und hast einen Fertigkeitspunkt verdient. Juhu. Fertigkeitspunkte werden verliehen, wenn du genug Erfahrungspunkte EP verdient hast. Schließe Missionen ab und besiege Gegner, um EP zu erhalten und mehr Fertigkeitspunkte zu verdienen. Markiere eine Fertigkeit und halte X gedrückt, um sie freizuschalten. Ja? Darf ich schon? Oder wieso ist das hier alles ausgegraut? Naja, egal. Venom, Schmetter. Drücke L1, Dreieck und X, um einen Venom-Schmetter auszuführen, der umstehenden Gegnern Schaden zufügt und ihnen Venom-Schocker versetzt. Okay, das finde ich tatsächlich schon mal richtig geil. Genau wie die 1000 Likes, die wir geknackt haben. Dankeschön. Ja doch, lass es kommen. Lass einfach direkt nehmen. Das fühle ich schon. Mach mal. Oh, es gibt sogar eine Moves-Liste. Guck mal hier. Da stehen sogar einige Kombos drinne. Nice, Mann. Und das kann man, denke ich, mit jedem Skill nochmal erweitern. Ja, krass auf jeden Fall. Haben wir noch irgendwas anderes hier? Missionen stehen zur Verfügung, aber ich denke, die wird schon aktuell verfolgt, oder? Fertigkeiten, Karte. Ah ja. Endlich sagt er Venom. Leute, habt ihr keine anderen Probleme? Nein, ihr habt natürlich schon recht, aber wenn der Chat zu 90% daraus besteht, dann ist es ein bisschen weird. Ich hab aber die Memes gefeiert. Hashtag Venom mit 2 i. Ja, und jetzt haben wir auch endlich mal Zeit für die Donies. Danke euch schon mal für den Support. Sorry, dass ihr so lange warten musstet, aber das Spiel ist wild. Yo, Genki. Alter, Rhino? Was? Ja,
Wo bist du? Bist du in die Wohnung gekommen? Ja, deine Mom hat mich reingelassen. Ich habe meine Sachen schon überall verteilt. Jetzt bin ich im Park. Frische Luft schnappen. Oh, perfekt. Komm rüber zum Amphitheater. Ich muss dir was zeigen. Ist das eine Spinnensache? Bitte sag, dass du ein Stück von Rhino's Horn hast oder sowas. Die Bilder von dem Kampf waren echt richtig krass. Definitiv eine Spinnensache. Und definitiv besser als ein Horn. Oh, das klingt echt spannend. Bin gleich da. Venom ist der größte Gegner von Spider-Man. Also ich habe letztens auch den Film gesehen. Ich weiß nicht, ob die miteinander zusammenhängen, tatsächlich. Also ich bin jetzt nicht der heftigste Marvel-Crack. Aber den Film Venom habe ich auf jeden Fall gesehen. Fand ihn ganz gut. Doch, ja. So, und ich denke, ich lese die Donis vor, während ich hier durch die Lüfte schwinge. Tony Wu, danke dir für den 5er. Aua, es gab nichts zum Schwingen. Mist. Aber cool, dass man hier auch ganz normal rumlaufen kann. Danke dir für den 5er, Tony Wu. Wie viel, damit du Marvel-Fan wirst? Antwort wird wahrscheinlich nein sein. Naja, ein Versuch war es wert. Viel Spaß beim Spiel. Also, ich habe jetzt nichts dagegen. Ich bin kein Fan, das stimmt. Aber muss ich das sein? Ich denke nicht. Einzelne Franchises oder auch Games finde ich schon ganz geil. Aber mit Fan sein meinst du ja wahrscheinlich alle Filme gucken und jedes Franchise feiern. Ich finde nicht, dass das sein muss. Also Spider-Man habe ich, wie gesagt, die ersten drei Teile gesehen, fand ich auch gut. Dann das Marvel's Avengers Game haben wir letztes Jahr angespielt, das finde ich auch sehr gut, kann ich nach wie vor weiterempfehlen. Mittlerweile wurde es auch gut fertig gepatcht, du. Ja. Aber auf jeden Fall nicht mega was dagegen. Venom ist im MCU, also im Marvel Comic Universe, glaube ich, oder? Heißt das? Ja, auf jeden Fall war der Film ganz okay. Dann, Sally, danke dir für den 20er. Private Nachricht. Okay, lese ich dann privat. Logischerweise. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt so. Ich wechsle mal in den anderen Modus. Dann sehen wir die Unterschiede. Einfach mal Leistungsmodus. Jetzt 60 FPS, kein Raytracing mehr, kein 4K. Oder? Lass mal lesen. Dies ist ein Modus mit 60 Frames pro Sekunde, ohne Grafikfeatures wie Raytracing, verbesserter Beleuchtung oder zusätzlichen Grafikeffekten. Klingt erstmal sehr doof. Temporale Techniken bieten ein 4K-Bild aus einer niedrigeren Auflösung. Naja, gut. Ach so, ich muss... Ja, aber wenn, dann jetzt, oder? Warte, lass lieber zur Sicherheit nochmal speichern. Nur für alle Fälle. Oder speichert es automatisch? Wahrscheinlich, aber ich mach's trotzdem nochmal manuell. Sicher ist sicher, Bro. Cinematic. Achso. Marvel Cinematic Universe. Okay. Danke für die Berichtigung. Dum-dum-dum-dum. Graphics. Leistung. Und neu laden. Yo, Genki. Oh, man sieht schon, wie jetzt die Schneeflocken viel, viel schneller mir entgegenkommen. Ja. Wo bist du? Ja. Well, der Unterschied ist gigantisch. Bei den FPS. Man sieht auch den grafischen Unterschied, der ist aber nicht so groß wie der Effekt der Frames. Definitiv eine Spinnensache. Und definitiv da kann ich mir vorstellen, wenn man einen Fernseher hat, oder worauf immer ihr auch spielt, mit 120 FPS, G-Sync, niedriger Latenz, dies, das, dass sich das dann richtig brutal anfühlt. Ich habe mir ja auch letzten Dezember den heftigen LG-Fernseher geholt. Das ist ein XC 77 Zoller. Auf jeden Fall einer der besten. Und Bruder, selbst Hyrule Warriors Zeit der Verheerung mit seinen 20 FPS fühlt sich da an wie ein Game mit 100 FPS. No joke, das ist so krass. Ich will gar nicht wissen, wie sich das Spiel in dem Modus auf dem Fernseher anfühlt. Richtig brutal. Wie gesagt, man sieht den grafischen Unterschied, aber die FPS profitieren nochmal mehr davon. So, aber es gibt ja auch diesen Fusionsmodus.
Da bin ich jetzt mal gespannt. Leistung RT. Da bin ich sehr gespannt. Es wirkt immer noch relativ flüssig gerade. Und ich sag danke an Osanu für den Fünfer. Hoffe, dir geht's gut. Mach dir nicht zu viel Druck. Du kennst mich. Doch, mach ich. Aber danke dir für das Reinschauen und das bisschen Sorgen machen. Ich achte drauf, dass es nicht zu viel wird. Wenn ich das könnte, würde ich direkt gegen eine Wand klatschen. Warum? Definitiv eine Spinnensache. Definitiv besser als ein. Ah, okay, also Leute, hier unten sieht man sofort den Unterschied auf den Straßen mit der Belichtung und dem Spiegeleffekt. Ansonsten ist es relativ gleich, würde ich sagen. Also ich denke, die Auflösung ist dieselbe und die FPS auch. Ja, die Auflösung ist vielleicht leicht höher. Aber ich denke, die FPS sind die gleichen. Ja. Also ich würde, wenn dann, den Grafikmodus oder diesen hier empfehlen, weil hier hast du einfach von allem etwas. Oh ja, der LG CX, wirklich pervers gut, liebe meinen auch so sehr. Ist so, ist so. Die sind, also auch keine LG-Werbung an der Stelle, aber die sind halt einfach gut. Wie macht man das nochmal flüssiger? Naja, Option und dann Grafikmodus. Ich stelle jetzt aber wieder zurück auf purer Flex. So. Weil ich fand das eigentlich in Ordnung. Ich habe mir da am Anfang ein bisschen Sorgen gemacht, dass es zu laggy sein könnte, aber es wirkt sehr, sehr stabil. Klar, jetzt sieht man halt schon, es sind nur 30 Frames. Aber dafür sieht alles einfach nur mega geil aus. So, auf zum nächsten Story-Ziel. Und Dankeschön an Lord M für den Fünfer. Wollte mich für den Spam und die Donation-Nachricht im Minecraft-Dungeon-Stream entschuldigen. Ah, das ist sehr schön von dir. Danke dir. Ich kann mich gar nicht mehr an die Situation erinnern, von daher wird es gar nicht so wild gewesen sein. Aber ich sehe das immer gerne, wenn Leute ihre Fehler einsehen. Von daher, Schwamm drüber, vergiss es. Ist abgehakt. Danke dir. So, mit Dreieck Viereck, Digga. Viereck in der Luft drücken, dann kannst du Stunts machen. Heftig. Woo! Voll geistesgestört. Gibt sogar Erfahrungspunkte. Kurze Frage, was ist das oben links, was sich da aufgeladen hat durch meine Stunts? Boah, voll gegen den Mast. Brutal. Nepnep, danke dir für den Fünfer. Müsste eigentlich sparen, weil ich meine erste eigene Wohnung bekomme. Bekommen auch noch? Wow, heftig. Du hast aber Gönner. Aber dir kann man immer was gönnen. Viel Spaß mit dem Game. Ich anscheinend auch. Danke dir und viel Spaß mit der eigenen Wohnung. Das ist natürlich mega. Genau wie die Musik. Wird wahrscheinlich Copyright Claim geben, aber hey, klingt gut. Werde ich mich wohl nie gewöhnen. Hey, da, schau mal. Weihnachtsgeschenk von Spider-Man. Mach's auf. Alter, zieh ihn mal an. Ich gebe Deckung. Was ist? Darf man sich im Central Park nicht mehr umziehen? Okay. Wie sehe ich aus? Wow. Miles Morales, Glückwunsch und willkommen in deinem allerersten Superanzug. Das oben links war Venomkraft. Okay. So, ein neuer Anzug, also ein neuer Skin. Okay. Findest du Teil 2 dieses Supergeschenks. Hat Style. Das ist erst die Hälfte des Geschenks. Was ist die andere? Sag ich dir, wenn ich sie finde.
Was? Willkommen bei Just the Facts mit mir, eurem einzig wahren Wahrheitsbringer, J. Jonah Jameson. Was? Pete lässt in seinen Anzügen Jamesons Show laufen? Was für ein Masochist? Traurige Nachricht, Leute. Meine Weihnachtsspendengala wurde abgesagt wegen ein paar Ehren-Superhelden. Gibt's nicht was Besseres? Oh, von denen hier habe ich nur Gutes gehört. Hallo, hier ist Danica Hub mit dem Danicast, wo wir uns auf Leute konzentrieren, die unsere Stadt nach vorne bringen. Heutiges Thema? Wie wär's mit Aktienhändlern, profitgierigen Colleges oder den Erfindern von Autoplay bei Internetvideos? Nein, natürlich berichten wir, wie die Spider-Man Rhino zur Strecke gebracht haben. Abonniert Danicast, neuer Lieblingspodcast. Mich auch! Gönn! Komm, also bei der Vorlage muss ich. Komm, ne? Könnt ihr verstehen. Oh, das No-Ad-But-Flex habe ich noch drin. Naja, damit es passt, warte. Spider-Man-Schuhe! Brutal. Mach ich das aber mal raus hier. Sehr nice, sehr nice. Gefällt mir alles ziemlich gut. Aber gibt's auch Nebenmissionen, oder? Ist das alles linear? Alter Anzug. Soll ich wieder auf den alten wechseln? Falscher Anzug. Hä? Wie er den alten Anzug anzieht. Was? Ich hatte doch nur diese zwei. Lol? Hier, ich hab doch nur diese zwei. Oder welche habe ich denn noch? Gesperrt. Der Rest ist doch gesperrt. Hä, was labert ihr? Bin verwirrt. Modifikationen? Nö. Also das müsst ihr mir jetzt erklären. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe doch nur diese zwei. Gibt auch Nebenmissionen. Alright. Mache aber mal weiter mit dem, was mir hier vorgeschlagen wird. Und sage Danke an... Fuck, warum wurde das alles ausgeblendet? Leon für die neue Mitgliedschaft und Lespark für 5 Münzen. Xbox lässt noch 3 da. Wollte noch ein frohes neues Jahr wünschen. Meins hat leider nicht so gut angefangen, weil meine Tante an Silvester an Krebs gestorben ist. Ah, fuck. Mein Beileid. Naja, ich habe mir noch den Galaxy Pulli aus dem Merch-Shop gegönnt. Der ist super. Ja, das freut mich natürlich. Aber ich hoffe, dass du das überstehst. Deine Familie auch in Gänze, weil das ist natürlich etwas, was man nicht gerne erlebt. Mein Mitgefühl an der Stelle. Jetzt hast du den neuen an. Ich habe doch genau den an, den ich vorher anhatte. Jetzt hast du den richtigen an. Hä? Ich verstehe das nicht. Aber gut, wenn es jetzt passt. Ich hatte doch den davor die ganze Zeit an, oder nicht? Der andere Anzug war cooler. Die Jacke hatte was, ne? Finde ich auch. Hier bin ich richtig. Ah, an diese Spinnenzeichen erinnere ich mich noch. Da wurden die Missionen im GameCube-Teil genauso markiert. Jetzt habt ihr ihn dazu gebracht, den hässlichsten Anzug ever anzuziehen. Also ich muss sagen, von vorne sieht es ganz schön aus. Hinten, das finde ich jetzt auch ein bisschen weird. Sieht aus, als wenn da so eine Wanze in ihm drin steckt. Und man sieht seinen Arsch auch voll deutlich. Der ist zwar knackig, aber... Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Komm, wir bleiben bei dem, wenn der jetzt neu ist. Und schauen, was mich hier erwartet. Der mit der Jacke ist der alte. Well,
Balu, danke dir für 5 Münzen. Tommy, sprichst Venom aus, nicht Wienem. Ja, sehr gut. Joe Kasper, Kuss für eine Münze. Tim, Ehre für die Mitgliedschaft. Blockcrafter Gear ebenso. Sketcher lässt noch 5 Münzen da, einfach mal so, weil du es verdient hast. Kuss, dankeschön. Und Juvier noch mit dem 5er. Dafür, dass du ein Spiel von meinem liebsten Superhelden spielst. Hehe, wir machen jetzt weiter mit der nächsten Mission. Oh, das ist ein Tutorial. Sieht so ein bisschen nach Tutorial aus. Wäre jetzt ein bisschen spät, aber okay. Combat, doch, hier gibt's Kampftipps. Miles, freu dich auf deine erste holographische Trainingseinheit. Solche Einheiten sind in der ganzen Stadt verteilt. Jedes auf neue Moves und Techniken spezialisiert. Bei dieser geht es um akrobatische Improvisation. Nimm deine Startposition ein. Ah. Training? Oh, ich bin bereit. Neue Moves erlernen. Und das ist ein Schneemann, guck mal da. Den Gegner nach deinen Bedingungen zu bekämpfen ist ein großer Vorteil. Und jetzt ein Folgeangriff in der Luft. Jo, wie geil. Jetzt mein Lieblingsmove. Der Schwungtritt. Also ich kann Gegner aus dem Stand in die Luft kicken und dann dort verprügeln. Ich kann aber auch springen. Diese Holotechnologie ist top. Von da aus in den Sack des Gegners reinschwingen. Uff. Analysiere feindliche Karten. Boah, wird der hops genommen. Oh, entwaffnen, das ist ja göttlich. Da muss ich sie jetzt nicht immer hier, Dings, einspinnen. Der Anzug ist für die Girls. Ja, okay. So können wir das abhaken. Entwaffnete Gegner sind ungefährlicher und es ist sehr befriedigend, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Doppeleffekt. Okay, ja. Der Hammer. Ein Hoch auf Peter Park. Jetzt kombinieren wir die Moves. Ich hab den Schneemann zerstört. Luftschleuder. Und dann zu Boden reißen. Aua. Das bricht ihm ja komplett das Kreuz. Hey, halt das mal bitte! Alter, wild. Finde ich schon ziemlich geil, was man alles machen kann. Stirbt er jetzt auch mal? Überraschungsrunde, denk schnell. Oh, der Wienem-Schmetter. Heftig. Schön alle im Umkreis auseinandergenommen. Aua. Fuck. Jetzt aber schnell. Kann man immer so oft diesen Wienem-Schlag ausführen oder ist das jetzt nur im Tutorial so? Weil das wirkt sonst ein bisschen OP. Wow. Ich bin so ein bisschen aus der Zone raus. Huch. Das ist dein Bringo. Bluescreen des Todes. Tonnen von Hightech-Zeug zum Verkaufen. Oh shit. Spider-Man, holt ihn euch und dann das Zeug. Wollt ihr euch welche einfangen? Ja? Okay, dann los. Schaut die Spinne aus, dann schnappt euch das Zeug. Das wird unser Zeug. Das Nein, ich wollte den anderen Schlag. Offizielle Spider-Man-Technik. Und ihr seid keine Vertragspartner. Oh, ich kann mich nicht heilen. Verdammt. Verdammt. Okay. Wie dem Schlag? Oh, was?
ja L1 Dreieck und Kreis. Mein erster Tod, Alter. Aber ich weiß auch nicht, warum ich mich jetzt hier nicht heilen konnte. Und hier einfach so viele Gegner mit Waffen sind. Ich kann die ja nicht alle gleichzeitig. entwaffnen. Finisher? Die sind ja durchsichtig! Wie können die durchsichtig sein? Ach, sind das alles nur Faker? Habe ich wieder Venom gesagt? Sorry. Venom. Das war ein Volltreffer. Ich weiß nicht, warum ich mit dem Wort so Probleme habe, ey. Oh fuck. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber das ist voll schwer hier. Ich hab hier was für dich. Das sind viele krasse Gegner. Die halten eine Menge aus. Und ich kann mich kaum heilen. So, jetzt aber. Damn. Das war's für die Technikdiebe. Und jetzt zur Trainingssimulation. Kritischer Fehler im Schaltkreis AF15. Computer reparieren. Naja, da bin ich jetzt nicht so der Experte drin, wie man weiß. Ich setz das BIOS zurück. Super. Muss viel mehr ausweichen. Pete hat Schwingen, lautlos und Kampfherausforderungen erstellt. Das muss ich mir ansehen, wenn ich Zeit habe. Ach, jetzt kommen die ganzen Missionsziele hinzu. Kampfherausforderung 1.0. Herausforderungen während einer Mission nicht verfügbar. Was ist das? Fortbewegungsherausforderung. Das sind so kleine Challenges, oder? Okay, und wo ist die nächste Hauptmission, wenn ich fragen darf? Unsere neue Wohnung. Soll ich da vielleicht mal hin? Warst du mal in Wien? Hey, ja. Ich glaube, du solltest auf dem Rückweg bei der Plaza vorbeischauen. Im Vorbeigehen sah es so aus, als wollte da jemand einbrechen. Ah, ja. Ich sehe mir das an. Hey, ich will mehr über deine neuen Spinnenkräfte hören. Ich glaube, es ist eine bioelektrische Entladung oder überladene statische Elektrizität. Oh, die braucht einen Namen. Wie wär's mit Venomkraft? Klingt das nicht irgendwie cool? Okay, nicht schlecht. Ich mach mich erst zur Plaza, dann heim. Denk dran, Venomkraft. Glaub mir, das ist super. Man kann sogar so einen richtigen Dive machen in der Luft. Völlig crazy. Okay, ja, Wien war geil, war geil. Gab sogar ein Fantreffen dort. Wann war das nochmal? War das letztes Jahr? Nee. Das müsste 2019 im Dezember gewesen sein. Wir sind in den Chart von 136 auf 87. War auf jeden Fall vor dem Virus. Okay, okay, weiter im Text. Heute übertrage ich live aus der langen Schlange für meinen Einbürgerungstest. Ich beantworte Fan-Nachrichten. Nummer 1. Woher kommst du, Danica? Ich komme aus Fuzhou in China. Als ich 6 war, hier wohnt er? Nächste Frage. Welches Mikro nutzt du? Ein lilafarbenes? Scherz. Ich kann hier nicht mal was machen? Frage 3. Was ist der Sinn deines Podcasts? Einmal pro Woche trinke ich Kaffee mit einem Freund, einem Journalist, der jetzt Lobbyist ist. Wir reden dann weiter zur nächsten Hauptmission, würde ich sagen. Wir sind uns nicht immer einig. Daher muss ich immer gut vorbereitet sein. Hallo, ich bin Simon Krieger. Und wir stehen hier neben einem Nuform-Reaktor. Nach seiner Aktivierung wird er genug Energie erzeugen, um ganz Harlem zu versorgen. Sie denken jetzt sicher. Simon, wie ist das möglich? Die Antwort lautet Nuform. Nur ein Kanister dieser revolutionären Energiequelle reicht aus, um Harlem mit sauberem, sicherem Strom zu versorgen. Für die nächsten 500 Jahre.
Bald werden wir Reaktoren überall in Manhattan eröffnen. Und dann auf der ganzen Welt. Unser ganzer Planet. Angetrieben von UFO. Roxanne. Wir sind für Sie da. Okay. Was war das? Wild. So, zu dir nach Hause sollst du noch nicht, kannst du noch nicht, wird mir geschrieben. Kommt erst später, alles klar. Also erstmal die Hauptmission machen. Na, dann haben wir das ja richtig koordiniert hier. Sketcher, danke dir für die 5 Münzen. Ehre. Und Juvian auch für 5. Außer Venom sind tatsächlich Dr. Octopus und der grüne Kobold die Hauptgegner. Kommen die hier beide vor? Na, wobei, will ich gar nicht wissen. Das finden wir selber raus, ne? Oder? Es ist niemand zu sehen. Vielleicht. Hier ist einiges kaputt. Vielleicht haben die etwas gesucht. Weil wir spielen ja nur die ersten 2 Stunden ungefähr. So, Leute, ich kann echt nur hervorheben, wie geil das mit Raytracing hier aussieht. All diese Spiegelungen, die ihr hier seht und die Lichter, das wäre nicht da, wenn ihr im Leistungsmodus spielt. Ich weiß nicht, ob es im Leistungs-RT-Modus einigermaßen so rüberkommt, aber ist schon heftig. Sieht sehr geil aus. Sie haben nach Nuform gesucht. Was hatten Sie nur damit? Ende. Ich glaube, mit dem ist nicht zu spaßen. Was für eine Technologie! Aber Venom ist unschlagbar. Ja, Genki hat recht. Venom ist ein guter Name. Meine Handschuhe sind kaputt. Wir halten ihn hier auf. Alle anderen nach oben. Wie cool, dass ich das Ding einfach wegschleudern kann. Natürlich wäre es noch besser, wenn ich es auf die Gegner hauen könnte, aber hey, immerhin. So, komm, Venom, Schlag in der Luft gegen alle! Mann! Das muss ich irgendwie schneller und besser hinkriegen. Weil ich habe jetzt so viel Schaden gefressen, nur weil ich das perfekt timen wollte. Sodass es mir mehr Ärger gemacht hat, als es mir gebracht hat. Ja, schon besser. Schon besser! Finisher! Great. Was, ich kann ihn gleich nochmal einsetzen? Fuck, ich werde beschossen. Ich kann ihre Waffen zerstören, aber das bringt nichts. Da sind noch mehr auf dem Dach. Wartest du mal ein Essen? Nein. Oh, crap, gegen den brauche ich den Venom-Schlag. Anders geht's nicht. Okay. Dann machen wir mal den Loser weg. Ah, verdammt, Mann. Da unten war einer mit einer Knarre. Okay, jetzt wird's echt schwierig. Du wirst für jeden Fehler bestraft. An sich war das jetzt gar nicht schlecht. Aber da war halt noch einer mit einer Knarre und, naja. Dann bin ich halt leider down, ne? Das war gerade lustig. Okay, den müssen wir ignorieren, weil den können wir ja nur mit dem Venom-Schlag verletzen. Jetzt zum Beispiel. Alle Handschuhe sind kaputt. Ah, fuck. Komm ab in die Luft mit dir. Und verpiss dich. Mit meiner Venom-Kraft kann ich sie verlangsamen. Mach doch Venom-Schlag! Was ist dein Problem, Digga? Boah, fuck! Ich werde jetzt übelst hops genommen. Immer Kreis zum Ausweichen. Denkt ihr, ich müsste defensiver spielen? Schon, oder? Für eine Technologie, aber Venom ist unschlagbar. Ja, Genki hat recht. Venom ist ein guter Name. Alle Handschuhe.
Ich kill die halt jetzt auch nicht mehr so schnell. Mir fällt aber gerade auch ein, ich habe doch noch einen Skillpoint. Vielleicht soll ich den auch mal verwenden. Nur mal so. Venom-Sprung. Das Drücken von L1 und X schleudert nahe Gegner in die Luft, wodurch sie entwaffnet und Venom geschockt werden, fühle ich. Venom-Sprung ist verfügbar. L1 und X. Okay. Der Spinnensinn. Ja, aber der Spinnensinn, der warnt mich doch nur vor Gefahren, oder? Euch kenne ich ja noch gar nicht. Hübsche Leuchtstäbe. Digga, die machen so viel Damage. Was sind das für Waffen? Memory Metal? Scheiße. Warum ist das so schwer auf einmal? Eine Technologie, aber Venom ist unschlagbar. Entwaffne ihn doch. Wieso kann ich ihn nicht entwaffnen? Venom ist ein guter Name. Doch, jetzt. Es ist so crazy, Alter. Kenn ich ja noch gar nicht. Hübsche Leuchtstäbe. Okay, jetzt aber. Auf keinen Fall nochmal sterben. Vor allem, witzigerweise, war der erste Versuch der beste. Venom stark. Was sind das für Waffen? Memory Metal? Finisher. Kann ich es gegen ihn machen? Ach, der flüchtet dann nach oben, okay. Ich kann ihre Waffen zerstören, aber das bringt nichts. Oh. Das. Nein, weg. Oh, das war wild. Jetzt läuft besser. Und finishen. Ja, jetzt läuft's besser. Keine Ahnung, was los war. Keine Ahnung. Oh. Spinnensinn hat mich gewarnt. Heilung. Okay, aber ich verliere, wenn ich mich heile, auch die Möglichkeit, den Venom-Schlag einzusetzen, ne? Gut, der lädt sich aber vergleichsweise eigentlich schnell wieder auf. Entwaffnen! Und weg da! Okay, gut. Und tschüss. Naja, deutlich besser jetzt. Was kann ich gegen die machen? Einfach schnell rein und dann... Ja... Finisher? Gegen ihn hier. Yep. Du hattest recht. Es ist ein Einbruch. Sie sind wohl hinter Nuform her. Die mit der Knarre habe ich jetzt eingespinnt. Die kann erstmal nichts machen. Ihn verprügel ich. Du bekommst den Venom-Schlag. Warum setzt er ihn nicht ein? Hä? Ist er nicht voll aufgeladen? Mist. Okay. Ich bring das zu Ende. Danke, Mann. Du hältst es nicht aus! Er setzt sie nicht ein! Ich habe keine Ahnung warum! Mit meiner Venom-Kraft kann ich sie verlangsamen! Ja, mit deiner Venom-Kraft! Warum setzt sie da nicht ein, Digga? Warum konnte ich jetzt Venom-Schlag nicht einsetzen? Ich mache literally genau das, was er sagt. Sollte das Entwaffnen verlernen, weil es im späteren Spiel keine Zeit mehr dafür gibt? Ja gut, dann mache ich es halt so mit der Venom-Kraft. Aber ich habe trotzdem keinen Plan, warum ich vorhin gegen diesen Arsch das nicht einsetzen konnte. Nur deswegen bin ich gestorben.
hier mal. F. Einspinnen. Besser ist es. Piss dich, Alter. Das ist ein richtig schwieriges Game. Ja, ist auch okay. Ist okay, finde ich gut. Dennoch würde ich gerne verstehen, was das Problem vorhin war. Und ich meine, dafür sieht es ja episch aus und die Kämpfe sind dynamisch. I like that. Aber wenn er sagt, mach wenn im Schlag und ich drück fünfmal und es passiert nichts, obwohl die Anzeige voll ist, dann bin ich verwirrt. Oh Mann, Bro! Es sind aber auch zu viele Gegner! Ich muss die alle möglichst schnell entwaffnen. Auch wenn ihr sagt, es gibt keine Zeit dafür. Ich habe sonst keine Chance. Ich muss sie schnell killen für mehr Heilung. Okay, aus der Situation bin ich jetzt noch gut rausgekommen. Puh, Alter. Also, das nimmt einen echt hart ran. Komm, du gehst mal fliegen, Bruder. Und zurück auf den Boden. Das sieht halt total episch aus, was Spidey da macht. Sie haben von Nuform-Lieferungen geredet. Wenn ich das gleiche finde wie Sie, weiß ich, wo Sie zuschlagen. Wenn du heilst, verlierst du Venomkraft. Das habe ich gesehen. Aber vorhin war es definitiv voll. Es hat gelb geleuchtet. Egal. Jetzt sind wir ja weiter. Oh ja, geht wie erwartet heftig hier zur Sache. Und das sieht so brutal aus. Mit den Spiegelungen, das ist so mega geil. Mehr ausweichen. Ja, mach ich doch, mach ich doch. Hey ho, danke für 2 Münzen. Meine Doni von eben ist, glaube ich, verschwunden. Ich habe vorhin geguckt. Da ist keine durchgekommen. Das war deine erste. Aber danke dir. Verfolgen Nuform-Lieferung. Aber warum? Roxxon Security, die können übernehmen. Das sehe ich mir später an. Das ist ein schöner Papagei. Ich muss nach Hause. Weihnachtsessen hört sich gerade ziemlich verlockend an. Ich sehe mir diese Gruppe, die Nuform-Sache morgen an. Okay, es geht aber wirklich Schlag auf Schlag. Das war eine vollwertige Mission, die uns einen neuen Fertigkeitenpunkt gegeben hat. Und plus 5% auf Venom-geschockte Gegner. Also ich glaube, das war halt einfach eine schwierige Kampfmission. Und ja, wo wir gerade dabei sind, gleich mal den nächsten Fertigkeitenpunkt investieren. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Erhöhe die Menge an bioelektrischer Kraft, die durch Angreifen und Ausweichen erzeugt wird und fülle so deine Venom. Ja. Das wäre vielleicht auch ganz gut gewesen, das als zweites zu aktivieren. Aber dann mache ich es jetzt wenigstens. Dadurch füllt sich alles nochmal ein bisschen schneller. Tony Wu, danke für den 10er. Wäre cool, wenn du mal wieder mit Nerdy Avengers spielen würdest. War letztes Jahr verdammt funny, wie ihr euch gedisst habt, wie die Avengers manchmal selber. Manche wissen vielleicht, was ich meine. Ja, war ein spaßiger Stream. Ob wir das irgendwann weiterführen, weiß ich jetzt nicht. Weil es gibt so viele neue Spiele, die ich vor allem auf Twitch auch durchspielen will. Und ich komme nicht hinterher, es ist krass. Komm, mach mal hier gleich weiter. Muss ich hoch oder runter? Ach, jetzt kommt mein Zuhause ins Spiel. Ah. Ist es zu kalt zum Umziehen? Neuer Skin.
Ah, die Schuhe habe ich auch. Geil. Ich hab sie euch ja gezeigt. Das sind genau die gleichen. Mega nice. Gehört Stream-Element zu Domi. Ja, ja, das ist mein Bot. Pace, vielen Dank für den Fünfer. Hoffentlich heute bist du... hoffentlich bist du heute besser ausgeruht als beim letzten Stream. Gesundheit ist immer wichtig. Hab Spaß und mach weiter so. Ja, 8 Stunden geschlafen. Ihr dürft stolz sein. Gut, dass Genki ein paar Wochen bleibt. Wir werden ein paar Nachtschichten einlegen müssen. Ideen für Spider-Anzüge. Mom sollte das lieber nicht sehen. Also es gibt ja ziemlich viele Skins. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade durch diesen Rucksack einen freigeschaltet habe. Mann, der Fernseher ist so alt wie Abuela. Da ist was dran. Also auf dem Teil am besten Performance-Modus spielen, weil von 4K Raytracing kommt da nicht viel durch. Ich bin hier noch nicht ganz angekommen. Es ist immer noch Abuelas Wohnung, nicht unsere. Kann man die Schuhe kaufen? Ich glaube nicht, das war so eine Promotion. Aber du kannst ja trotzdem mal danach googeln, vielleicht hast du Glück. Aber ich glaube, dass... ist nicht kaufbar, leider. Was eigentlich dumm ist, weil das würde sich brutal für die rentieren, ne? Abschluss der Mittelstufe. Lange nicht gesehen, die zwei. Gibt's das Spiel auch für PC? Bitte lesen. Ja, bitte die Videobeschreibung lesen. Da steht nämlich sowas immer drin. Und vieles, vieles mehr. Also ganz, ganz viele Fragen werden schon durch die Videobeschreibung beantwortet, Leute. Ich setze mich da immer vor den Streams oder vor jedem Video dran und fülle das ausgiebig aus. Also bitte auch lesen. Dankeschön. Mal sehen, woran Genki arbeitet. Oh, Speed Nonagon. Kann kaum erwarten, dass es fertig ist. Genki erinnert mich total an Monster Rancher. Hier warten immer noch Sachen von Abuela auf ihre Reise nach Puerto Rico. Schön weihnachtlich. Alles gut, nur gekleckert. Ich mach das eben schnell sauber. Alles okay. Schon okay, Mann. Ay, bendito. Mijo, qué guapo. Gracias, Mami. Wir haben heute einen Gast. Kannst du die Wohnung vorbereiten? Oh, vielleicht Musik anmachen für die Stimmung? Ah, Nadja. Echt jetzt? Deine Wahlkampfmanagerin? Ein Heiligabend? Tja, die Kundgebung morgen plant sich nicht von allein. Danke, dass du alles vorbereitet hast, Micho. Hallo? Okay, immer wenn der Spinnensinn zu sehen ist, dann ausweichen. Merke ich mir, danke für die Info. Also ich wusste, dass es eine Gefahr anzeigt, aber das Ausweichen anscheinend immer regelt. Ja, gut, konnte man sich vielleicht denken, aber jetzt macht's erstmal Klick. Ich hätte gerne auch so viel Deko in meinem Haus. Ich weiß nicht. Ja, klar. Manchmal kommt es mir bei uns zu clean vor. Wir müssen uns echt mal hinsetzen und ein paar Sachen kaufen. Weil das sieht bei denen so schön wohnlich aus. Ist vielleicht auch übertrieben und natürlich ist es hier fiktiv, aber dennoch. Nein, ich finde das so schön hier. Verrückt. 15 Jahre in Brooklyn ohne einen Fleck. Und dann kommt Harlem. Vielleicht ein Zeichen. Wie viele Leute ist der geheime Gastonkel Aaron? Un segundo. Du weißt, dass ich ihn nicht hier haben möchte. Ich dachte nur... Ach, egal. Wir reden später darüber, ja? Nadja, bin wieder da. Alter, das sah von da hinten so aus, als wenn das eine Hand in dem Kochtopf wäre. Seht ihr das? Aus dem Winkel. Zoomt mal ran. Zoom-Macher, das sieht aus wie so eine flache Hand und ein Daumen. Nein, nein, das glaube ich nicht. Glaubst du nicht, ne? Na, besser so. Hey, warte auf die Essenszeit, bitte. Ja, Ma'am. Ich bin aber auch so. Wie viele Leute werden morgen erwartet?
Manchmal wird Essen gekocht, ich kann nicht warten, schau in den Kühlschrank und ich kann nicht fassen, ess dann irgendwas, so als Überbrückung. Ich sollte den Baum anmachen. Okay, machen wir. Schön, dass wir Dads Baum noch haben. Absolut. Er hat das Ding geliebt. Nichts ist wie ein echtes Brooklyn-Weihnachten. Das hat er immer gesagt. Aber rein rechtlich, solange wir... Aber es ist schon geisteskrank, wie Amerikaner bei der Weihnachtsdekoration übertreiben. Es hat zwar was, aber es wäre mir auch ein bisschen too much dann, auf Dauer. Die Aussicht war viel besser, bevor Roxxon herkam. Oder sagen wir eher in der USA. Ich mach dich stolz, Dad. Ist er gestorben? Im Krieg, oder was? Man sieht so aus, als wäre er so ein General oder so. Also entweder er ist gerade im Dienst oder bereits gefallen. Keine Platten. Hey, Mom! Wo sind Dads Platten? In meinem Zimmer. Danke! Nein, ich weiß. Aber er würde wollen, dass ich... Plot-Twist, Spider-Man ist ein Kannibale. Wir sind hier doch nicht bei Resident Evil. Ja, stimmt. Sogar Jameson wird dieser Blickwinkel gefallen. Aber kommt ja auch bald, ne? Resident Evil 8. Die Haare sind okay, oder? Naja, sind halt kurz, ne? Nein, er kommt nicht. Aber weißt du, dann hast du keinen Stress mit irgendwie was zurechtmachen. Das passt einfach direkt, wenn du aufstehst. Ist halt geil. Ich dusche dreimal so oft, seit ich mit diesem Heldending angefangen habe. Ich kann mir vorstellen, dass man da ordentlich schwitzt. Ja, funktioniert. Als ob jemand in so ein Klo geht und schauen will, ob die Spülung funktioniert. Der Vater ist tot, er war Polizist. Ah, dang. Aber ein Ehrenmann. Mams Kandidatur für den Stadtrat ging schnell. Leute in Harlem lieben sie. Er ist im Vorgänger des Spiels gestorben. Crap. Schade, schade. Mom hat wohl auch noch nicht alles ausgepackt. Hey, diese Tapete ist so typisch Abuela. Ich finde die gar nicht mal schlecht. Ihr kennt mich, ich bin sehr kritisch. In Animal Crossing heul ich bei jeder zweiten Tapete rum. Aber die hat was. Mama hat hunderte davon bestellt, weil Dad in einem Artikel erwähnt wurde. Wer ist Spider-Man? Wenn du wüsstest, Mom. Ich würde es aber auch nicht sagen. Was ist das? Muss beim Umzug hier gelandet sein. Eine von Dads alten Fallakten. Wer ist der Prowler? Ob Dad ihn jemals geschnappt hat? Wollen wir es hoffen, weil der sieht auch sehr ungemütlich aus, der Typ. Die habe ich seit dem Rathaus nicht angefasst. Dads Lieblingsalbum. Es lief jeden Sonntag, wenn er Kaffee gemacht hat. Spiel mal ab. Geht das? Ist hier irgendwo so ein Plattenspiel? Also ich höre Musik, ich weiß aber nicht, wo die herkommt. Aber ich kann das jetzt nicht ohne Grund mitnehmen, glaube ich. Bleichborax. Borax mit Bleiche. Was gibt's für Borax-Bleiche? Die beste Platte aller Zeiten. Hast du auch einen Geldteppich? Nein. Das ist perfekt. Sanft. Stilvoll. Als ich klein war, mochtest du Jazz nicht. Dein Dad änderte meine Meinung. Die Klingel ist schon ewig kaputt. Meins, machst du das bitte? Natürlich. Wie geht's deinen Eltern? Hab länger nichts von ihnen gehört. Ihnen geht's gut. Gestern haben sie eine... Mittlerweile mag ich Jazz auch. Wow. Es hat einfach was Hochwertiges. Was Edles. Es ist schön, dich bei uns zu haben. Es ist schön, hier zu sein, Miss Morales. So, nach Finn? Hey, die Klingel geht wieder.
Wie schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Wie lange? Monate. Ist viel passiert. Ja, da hast du recht. Ist das unser Ehrengast? Kommt rein, ihr zwei. Essen ist fast fertig. Finn, wie schön, dass du es einrichten konntest. Danke für die Einladung, Miss Morales. Wir haben dich vermisst. Also der da ganz besonders. Hi. Finn, das ist Genki. Mein Freund von der Brooklyn Visions Academy. Genki, das ist Finn. Wir sind beste Freunde. Also nie hier. Oh ja, ihr habt bei der Schulwissenschaftsmesse gewonnen, oder? Mit einem, Energiekonverter. Synchron. Die Verkabelung hier ist total veraltet. Ich kontrolliere die Sicherung. Gracias. Also, oh. Weihnachten bei Kerzenlicht? Ich schwöre, das hat nichts mit der Klingelreparatur zu tun. Das dachte ich auch nicht. Bisschen unangenehm gerade. Nicht gut. Der Schalter hat keinen Strom. Der ganze Block ist... Tommy wird alt, vielleicht weil ich Jazz mag. Vielleicht kann ich von der Feuerleiter aus irgendwas sehen. Okay, aber sei vorsichtig. Frechheit. Super Lucky 64, Manas Fanboy und Keks. Danke euch dreien für die Mitgliedschaft. Gamer 300 lässt zwei Münzen da. Erstmal... da im Stream, zum ersten Mal. Achso, dann herzlichen, herzlich willkommen, Junge, was laber ich? Momo, Kurs für 5 Münzen. Dann mache ich den Stream an und das erste, was ich höre, ist, er hat einen knackigen Hintern. Huch. Von hier aus kommt man niemals zum Transformator. Außer man ist super klebrig. Ja, und was, wenn die sich jetzt auf einmal fragen, wieso er weg ist? Und was, wenn die mitbekommen haben, dass er zum Fenster gegangen ist? Leute auf dem Dach. Ich kann da nicht drauf. Ja, betrifft den ganzen Block. Ja, stimmt. Weil er darf ja nicht erkannt werden. Moment, muss ich diesem... Ach, ja, na klar, ich muss dem Kabel folgen, oder? Macht ja Sinn. Dunkel im Haus herumschleichen. Ist es doch Resident Evil? Ich wer weiß, vielleicht gibt es hier gleich den Mega-Plot-Twist. Nicht aus dem Fenster sehen, nicht aus dem Fenster sehen. Hä, aber das ist doch total unlogisch. Die können mich doch alle sehen, oder nicht? Bioelektrizität hilft gegen Rhino, aber rettet sie das Weihnachtsessen? Vor allem, weil ich auch noch um das ganze Haus herumklettere. Los, hat geklappt. Als ob. Es bringt also doch was, einfach auf blöde Technik draufzuhauen. Du weißt, was dich erwartet, du verdammter PC. Ich kehre zur Wohnung zurück. Ah. Weg von den Fenstern! Lenk sie weiter ab, Genki. Komm schon, Genki. Ist Miles noch draußen? Moment! Oh. Wie wär's mit einem Foto? Was jetzt? Ja, naja, schöne Momente soll man festhalten. Warten wir nicht auf Miles? Nein, er hasst Fotos. Okay, alle nah zusammen. Spaghetti! Tolles Foto, tolles Foto. Oh, hey, Miles! Wer hat Hunger? Setzt euch schon hin. Ich mach das. Riecht gut. Gut, das ist mir jetzt auch ein bisschen too much. Ich mag es eher so ambientemäßig. Neue PC-Probleme? Nö, nö, nö. Das war nur eine Warnung. Finn, erzähl uns doch mal, was du so machst. Bist du immer noch im Robotik-Club?
Das nicht mehr. Aber ich studiere Biotech in meiner Freizeit. Nerd. Ah, sagt der Typ, der immer mit Krawatte zur Schule geht. Hey, immer nur dienstags. Arbeitet dein Bruder Rick noch bei Roxanne? Ich weiß wirklich nicht, wie irgendwer nach ihrer letzten Wahlwerbung noch da arbeiten kann. Die hat Simon Krieger echt schwer getroffen. Oh, da fällt mir ein. Genki, du kennst dich doch mit den sozialen Medien aus. Kannst du für die Kundgebung morgen Werbung machen? Ja, um Mitternacht wissen es alle. Manchmal glaube ich, Simon Krieger selbst ist mein Gegner. Roxanne hat hier so viel Einfluss, aber sie hören leider nur auf ihre Aktionäre. Harlem braucht jemanden, der für das Viertel kämpft. Das ist Mams Wahlredestimme, falls dir das nicht klar ist. Wollen Sie das lesen, bevor ich es poste? Ja, noch nicht abschicken. Also, was ist mit dir los? Was meinst du? Du wirkst irgendwie abwesend. Willst du darüber reden? Nicht heute. Es ist Weihnachten. Hey, wie kommst du mit eurem Umzug zurecht? Ach, ist schon okay. Ach, du hasst es. Nee. Das ist deine "Ich hasse es, aber ich sag's nicht" Stimme. Nein, ich kenne hier halt niemanden und ich muss dauernd Leute nach dem Weg fragen. Wichtig ist ein gutes Restaurant und ein Friseur und ein Platz für Basketball. Hey, das wird schon. Wollen wir uns morgen vielleicht mal treffen? Ich meine, nur wir beide? Musst du nicht lernen? Es sind Winterferien. Die Hausaufgaben verschiebe ich einfach auf nächste Woche. Okay. Habe ich auch immer gesagt. Das Date steht. Ich meine, kein Date. Naja, ein Freunde-Date. Immer noch genauso wortgewandt wie früher. Och, ich mag diese netten Familien-Wohlfühlszenen zwischendurch. Bist du wach? Nein. Okay, ich habe an einer App für deinen neuen Anzug gearbeitet. Der hat ein total irres OS, sowas kannte ich gar nicht. Aber ich hab's durch einen Disassembler gejagt, um an die Plug-in-Architektur zu kommen und... Du bist wieder eingeschlafen, oder? Miles! Bin wach. Die Kompilierung ist gleich fertig. Danke. Bereit für meine neue App? Ja, Mann. Dann mal los. Hab Zugriff auf die Analysedaten. Machen wir einen Testlauf. Okay. Was kommt denn jetzt, ey? Alles, was du siehst. Wie kommst du, dass du mich noch in Kotz musst? Ganz viel Übung. Er ist in der Friendzone. Ja, am Anfang habe ich auch direkt gedacht, oh, der steht auf sie. Dann hat er aber später gesagt, es ist seine beste Freundin. Aber ich glaube, dass da schon mehr von seiner Seite aus ist, aber von ihrer wahrscheinlich nicht. Autsch. Am besten sollte er damit flexen, dass er Spider-Man ist. Dann wird sie bestimmt ihre Meinung ändern. Wische auf dem Touchpad nach links, um auf die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft-App zuzugreifen. Willkommen bei Freundliche Nachbarschaft 1.0. Damit können New Yorker Hilfe anfordern und aktuelle Verbrechen melden. Schickes Menü. Danke. Oh, da! Jemand bittet um Hilfe. Okay, also hier kriegen wir jetzt die ganzen Missionen angezeigt. Die Anfrage kam von einem Aaron Davis. Moment, was? Das ist mein Onkel. Weiß er, dass du Spider-Man bist? Nein, das muss ein Zufall sein. Ich gehe zur U-Bahn-Station. Das ist jetzt aber auch eine Nebenmission, oder? Weil die ist nicht golden. Egal, machen wir es mal, würde ich sagen.
Während dem Schwingen X gedrückt halten, dann bin ich schneller, habe ich vorhin noch gelesen. Oh, wie geht das hier? Hallo. Wie kann ich helfen? Ich bin übrigens Spider-Man. Ja, ich weiß. Aaron Davis. Jemand macht sich an den Sensoren zu schaffen. Ich bekomme falsche Daten vom Hauptrelais. Oben auf dem Grand Central. Unterwegs. Halt! Halt! Ja? Wo ist der andere Spider-Man? Oh, er ist im Urlaub. Aber keine Sorge, ich schaff das. Er hat mich definitiv nicht erkannt. Oh, er meldet sich über die App. Hier ist Spider-Man! Hey, ganz vergessen. Gestern gab's einen Einbruch, direkt nebenan bei der Roxxon Plaza. Eine Gruppe namens Underground. Heute Morgen hingen sie an meiner U-Bahn-Station rum. Der Underground. Ist noch irgendwas über sie bekannt? Sie sehen sich selbst als Nachwuchsmafia. Es gibt sie schon länger, aber jetzt haben sie einen neuen Boss. Tinkerer. Tinkerer. Danke für den Tipp. Und, rufen sie Spider-Man öfter? Zu Hilfe, meine ich? Bis zu diesem App-Ding wusste ich nicht, wie ich dich erreiche. Ich habe in den Nachrichten gesehen, wie du Rhino erledigt hast. Da dachte ich, dass du der Richtige bist. Cool. Arbeiten Sie schon lange bei der U-Bahn? Nee, erst seit letztem Jahr, als mein Bruder... Wie auch immer. Ich wollte mich verändern und dachte, ich könnte mit diesem Job hier anfangen. Dass die Züge während meiner Schicht ausfallen, macht keinen guten Eindruck. Na, wenn wir das hinkriegen, können Sie Ihrem Chef sagen, dass Sie Initiative gezeigt und die FSDN-App genutzt haben. Das mache ich. Viel Glück mit den Sensoren. Das macht voll Bock, diese wahnsinnigen Tricks in der Luft auszuführen. Ab jetzt kannst du die Nebenmissionen machen. Jo, habe ich gemerkt. Aber auch irgendwie nur diese eine Nebenmission momentan, oder? Warte mal kurz. Doch, ich glaube, wir müssen die erstmal machen und danach wird es wohl offener, scheinbar. Ja, egal, wir machen die auf jeden Fall. Ich wechsle aber, glaube ich, auch mal das Outfit. Zurück auf die Jacke. Ja, was anderes habe ich ja leider nicht. Und vergebe einen neuen Fertigkeitenpunkt. Halte für einen Venom-Reißerangriff 3 gedrückt, nachdem du einen Gegner mit Nahkampf-Kombo oder Venom-Angriff in die Luft geschleudert hast. Nee. Erhöht die Reichweite des Venom-Schlagschadens, wodurch mehr Gegner beim Aufprall Venom... Ja, komm, let's go! Fühl ich. Wo hängt bitte dieser Faden? Der befestigt das an irgendwelche Gebäude. Deswegen konnte ich ganz am Anfang auch einmal nicht mehr schwingen, weil das war eine breite, offene Straße. Ohne Gebäude. Aber hey, wie kriege ich denn die anderen Skins? Es gibt so viele... Achso, Moment! Kriegt man die durch die Nebenmissionen vielleicht? Diese Nebenmission ist mit der Hauptmission verbunden. Okay. Alter, wie nice New York hier einfach aussieht. Bro, heftig! Woo! I like that. Und es ist auch so geil, dass man sich immer mit den hinteren beiden Triggern an diese mit Punkten markierten Points ranziehen kann. Das sieht so smooth und episch aus, auch wie er hier gerade divet. Aua. Heftig. Balu! Vielen Dank für 50 Münzen! Zu wild. Heftige Treue von dir, das weiß ich, schon seit Jahren. Ein Ehrenzuschauer. Ganz viel Liebe im Chat für Balu, bitte. Das ist ja ein halbes Street Fighter Game bei den vielen verschiedenen Kombos, hat er noch geschrieben. Ja, gut. Also, stimmt irgendwo. Aber besser als wenn man nur 3 Angriffe hätte und das ist es dann gewesen. Also ich finde es schon sehr, sehr nice, so wie es ist. Das Spiel gefällt mir bis hierhin auch richtig gut. Schade, dass es nur so kurz ist. Ja, da braucht man einen Venom-Schlag, oder? An dem Ding hängen eindeutig zu viele Kabel. Das stört sicher das Signal. Steht bei den Anzügen dabei.
Oh, bin ich wohl lost gewesen. Ich hab's halt nicht gelesen. Ich denke mal durch Nebenmissionen, weil das wäre ein guter Preis dafür. Schaltet Anzugmodifikation frei. Starker Werfer. Erhöht den Schaden durch geworfene Objekte. Hä? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Oder ist das eine Mission? Starker Werfer. Unauffindbar. Venom-Übertaktung. Geistschlag. Oder ist das an Fertigkeiten gebunden? Kein Plan. Ich blick nicht ganz durch. Gibt Coins, Aktivitätspunkte, alles kaufen, Skins, Mods und viel mehr. Und wie bekomme ich die? Und durch Hauptquest, schreibt einer. Diese Kabel hin? Ja, mal sehen. Vielleicht erleben wir heute noch eins. Ja. Wenn nicht, dann... Halt nicht! Komme ich da rein? Da sind halt Leute. Nee, doch nicht. Das war meine Spiegelung. In diesen Raum rein. Vielleicht durch die Vordertür? Hä? Ich drück doch L1 und Ding. Ach, ich bin. Ah, okay. Ich bin zu nah dran gewesen. Sorry. Und da war doch jemand drin. Ich hatte recht. Wenn Gegner misstrauisch werden, erscheint das Fragezeichen-Symbol und sie sehen sich genauer um. Wenn du das Ausrufezeichen-Symbol siehst, wurdest du entdeckt. Alright. Durch Nebenmissionen... Ah, okay. Chips bekommst du durch Nebenmissionen. Alles klar. Oh, hi, Nick. Grüß dich. Spiel ist absolut geil, wirklich. Will nichts spoilern, aber Endfight war einer der krassesten ever. Vom Schwierigkeitsgrad her oder von der Epicness? Weil ich fand ja schon den Start des Games absolut bombastisch. Ich konnte, glaube ich, die ersten 30 Minuten kein einziges Mal in den Chat schauen. Hey! Selber hey! Warte, erstmal einspinnen. Das war voll dumm. Das war voll dumm. Ich wollte ihn einfach nur einspinnen. Bam, bam, bam. Gib ihm. So. Okay. Irgendetwas stört die Signalrelais. Vielleicht so ein uraltes Samsung Galaxy S2 oder so. Na, ob das so viel bringt, wenn ich alles auseinanderreiße? Lass mal gucken. Krasse Technologie. Es tut mir leid, aber... Die Sensoren laufen wieder. Was hast du gemacht? Mich um den Saboteur gekümmert. Und er scheint sein Spielzeug vergessen zu haben. Hey, ich werde später zurückrufen. Wow. Damit könnte ich bestimmt Pete's Holodrohnen herstellen. Klingt gut. Aber ey, wenn das Game echt nur so kurz ist, dann werde ich das safe auf Twitch zu Ende spielen. Weil mir macht's auch... Huch. Unendlich viel Bock. Beides war sau intens, also relativ hart, aber auch sehr episch. Okay, okay. Ja, ich hatte sogar schon am Anfang nach diesem Rhino gegen die ersten Gegner so ein bisschen gestruggelt. Also leicht ist das Game auf jeden Fall nicht, aber ist okay, ist okay. Ja, dann gönn mal eine Holodrohne, würde ich sagen. Schalte mit Aktivitätsmarken und Teilen neue Geräte und Geräte-Upgrades frei. Verdiene Aktivitätsmarken und Teile, indem du stadtweite Aktivitäten abschließt. Ziemlich einzigartige Frequenz. Vielleicht kann ich die nachverfolgen. Es scheinen noch mehr davon in der Stadt verteilt zu sein. Okay, also das ist eine riesen Nebenmission. Verstehe ich das richtig? Das sind die Crocs von Spider-Man, Leute. Die Crocs, okay? Ja, es gibt auch 900 gefühlt. Uff. Ja, Moment, wenn hier eine gleich in der Nähe ist, dann lass doch die schnell holen. Perfekter Zeitpunkt für die neuen Holodrohnen. Fuck.
Okay, also. R1. Netzschießer. Holodrohne. Ah, nein, okay, dann bekomme ich so einen Supporter. Ja, das ist natürlich genial. Das hat mir bei der vorherigen Mission gefehlt. Oh! Ja, moin. Komm her, du Arsch. Auf den Boden der Tatsachen zurück. Oh, nicht so einer schon wieder, so ein gepanzerter Dreckskerl. Aber warte, 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 der kriegt Wände im Schlag. Wobei, ich mach lieber in der Luft. Oh, und verfehle natürlich. Gut, dann besiegen wir erstmal die ganzen Dullis. Und tschüss. Oh, er liegt am Boden, sehr gut. Top! Gib ihm, Bruder! Kann ich ihn entwaffnen jetzt? Geht das? Nee, aber ich kann ihn totprügeln. Ist auch okay. Finisher! Yo, läuft. Ah. Ich hab noch eine Drohne, ne? Das war knapp, Mann. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Nein, machst du nicht. Ich hoffe, die Züge fahren wieder. Ich sollte mich bei Onkel Aaron melden. Crocs kann man das nicht nennen, doch? Mr. Davis, wie sieht's jetzt aus? Ich habe ein Signal, aber keine Züge auf den Gleisen. Mein Betriebshof muss irgendwas passiert sein. Der Underground hatte sich an den Sensoren vergriffen. Nutzt Roxxon die U-Bahn, um Nuform zu transportieren? Roxxon? Tja, die U-Bahn sollen Menschen transportieren, keine Fracht. Aber diese Linie wurde erneuert, als die Plaza ins Spiel kam. Sie könnten sie also unter der Hand nutzen. Ich werde das weiterverfolgen. Sie haben meinen Bruder erwähnt. Ist da sonst noch Familie? Hat sie lange nicht gesehen. Ich musste was ändern, hab diesen Job angenommen. Aber sie fehlt. Oh, was war das für eine geile, für ein geiler Stunt? Tja, vielleicht gibt's bald ein Wiedersehen. Mit ihm, der Familie. Hoffentlich, Kleiner. Ja. Ich muss los. Der Underground wartet. Bye. Ist das auf PS5? Ja, guck mal in der Videobeschreibung. Da stehen alle Infos drin. Aber was war das für ein epischer Stunt gerade? Ich habe mich einfach in der Luft schlafen gelegt. Wie mega nice. Oh, jetzt werdet ihr wieder denken, ich bin völlig dumm. Aber ich habe mich vorhin umgeguckt. Spul zurück und überprüft es. Ich habe nur diese Markierung gesehen. Keine andere, weil ich dachte mir, hä? Ich habe doch diese Drohne markiert. Warum ist die jetzt nicht da? Digga. Das wurde mir nicht angezeigt. Ja gut, dann nehmen wir halt eine andere, die auf dem Weg liegt. Moment, die liegt auf dem Weg. So. Und dann holen wir die, die ich vorhin markiert habe, einfach später. Weil ich dachte mir schon so, hä? Das ist doch wieder eine Nebenmission. Ich habe mir doch da so eine blöde Drohne markiert. Uff. Hol Platin-Trophäe. Ja, natürlich. Ich krieg in keinem einzigen Spiel die scheiß Platin-Trophäe. Ich dachte, in Sackboy habe ich gute Karten, weil ich da halt wirklich alles gemacht habe. Aber es gibt halt so viele, die an irgendeinen Quatsch gebunden sind. So von wegen, stoße 10 Gegner, während du am Kacken bist, in den Fluss. Ja, ich glaube, selbst bei Sackboy habe ich nur 75% oder so. Oder auch bei Astrobot. Aber wenn wir mal Langeweile haben sollten in einem Twitch-Stream, dann könnt ihr mich gerne dran erinnern. Dann gucke ich mal nach einem Trophäen-Guide und dann machen wir das. Weil es würde mich schon auch reizen. Zumindest bei Astrobot, weil das Spiel liebe ich halt. So, also hier gibt es auch eine Drohne, ja? Kannst du schwimmen? Gut. Sonst hätten wir jetzt ein Problem gehabt. Wie finde ich die denn? Ich habe die Platin-Trophäe in dem Game. Nice Flex. Seid ihr gegönnt? Komm ich irgendwie rein in dieses Gebäude?
Ich sehe halt leider auch nichts Relevantes hier. Ich weiß nur, die Drohne muss hier irgendwo sein. Oh, hi, Leute. Ihr dürft mir gerne helfen, wenn ihr wollt. Platin bei Spider-Man ist aber easy. Okay, ja gut, wenn das so ist. Können wir uns das ja mal vornehmen. Hä, Bro, wo ist die? Ich bin hier aber richtig, ja? Ja, doch, 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 man sieht das sogar auf der Minimap. Mit dem Sensor, ja, hab ich doch. Warte, drücke, hab ich doch hier tausendmal gedrückt. Ist die... im Wasser? Oder komme ich hier durch ein Fenster hinten vielleicht rein? Weil ich mache den Scan ja permanent. Warum kommt bei dir das Spiel so spät? Vodafone-Probleme, du weißt doch Bescheid, Leute. Ich bin froh, dass ich es jetzt wenigstens streamen kann. Moment, hier wird sogar angezeigt links, ne? 30 Meter. Ah, jetzt check ich das. 7 Meter. Also es muss hier sein. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden, Chat. Okay, 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 okay. Mehr Teile. Gerne doch. Also erstmal rein in den Bereich, dann scannen. Und wenn man nah genug dran ist, bekommt man die Location gesagt. Alright. Dann ist das jetzt auch geklärt. Weiter zur nächsten Mini-Mission. Und... der Underground zerstört alles. Vielleicht kann ich sie leise stoppen. Beeilung! Tinkerer sagte, schnell rein, schnell raus! Es braucht seine Zeit, Mann! Ich wollte noch Kevbock danken für die Mitgliedschaft. Und Leb hier, Legostein für 5 Münzen. Danke für die tollen Videos. Weiter so cool und lustig. Freut mich zu hören. Vielen Dank fürs Lob. Link X Pokémon, das ist 2 Münzen da. Wird's Merch zu Hyrule Warriors geben? Nee, nicht geplant, aber wir haben ganz, ganz viel verschiedenen Zelda-Stuff. Auch ein bisschen cleaner, also du wirst da was finden, aber direkt zu Hyrule Warriors, nein. Dom Dom, Kuss und Ehre für die 50er Doni. Brutal, danke dir für den Support. Matt M. ist neues Mitglied. Dankeschön. So, und weiter geht's. Muss sie auseinandertreiben. Sicherer Takedown. Was hast du vor? Was war das denn? Okay, ich kann ihn ablenken und dann. Ach so, weil der. Ah! Weil er das nicht mitbekommt, kann ich mit den anderen grabben und ihn völlig zerstören. Das ist natürlich episch. Joa. Kann man machen. Ich bin zwar nicht so das Stealth-Fan, aber... ich könnte Pietes Visier mal ausprobieren. Das ist geil. Pietes Visier. Sehr schön. Jetzt kann ich sie aufspüren. Okay. Ich will halt nicht entdeckt werden, ne? Ihr könnt ja mal Wetten abschließen, auch wenn wir nicht auf Twitch bin, sind, wie lange es dauert, bis ich erwischt werde. Ah, ist schon passiert. Ist schon passiert. LOL. Ja, und nun? Das war ja eher eine Self-Mission gerade. In Bewegung bleiben. Hochschauen! Er ist in der Luft! Und Finisher. Bam. Super episch in der Luft einfach. Ausweichen. Und boom. Oh, der hat noch eine Waffe, der hat eine Waffe. Du warst das, oder? Ich reiß dir die Maske runter, Kleiner.
Finisher. Ich glaube, ich gönne mir jetzt auch mal eine Drohnenunterstützung. Oh, immer auf den Spinnensinn achten, ne? Ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, ich werde hier jetzt eher weniger den Venom-Schlag nutzen und mehr Heilung spielen, weil die Drohne gibt mir eigentlich schon genug Support. Ich muss die mit den Schusswaffen wegbekommen. So, Waffe abgenommen, ganz wichtig. Aber da ist noch einer, da ist noch einer. Ah, Mist, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte den Netzschlag. Aber ist in Ordnung, ist in Ordnung. Dann haben wir jetzt halt zwei Supporter. Bei der Masse an Gegnern eigentlich auch nicht verkehrt. Schön zerstört. Ich liebe das dieses Ranziehen an die Gegner. Die Züge wieder auf die Gleise bringen. Ich liebe alles an dem Kampfsystem, es ist so cool. Oder auch dieses simple Ranziehen an Objekte. Das ist so nice. Tinkerer, der Kopf der Gruppe, laut Onkel Aaron. Ja, der ist echt ungemütlich, der Typ. Mann, das Terminal ist hinüber. Ich muss die Züge per Hand wieder auf die Schienen bringen. Oder per Netz. Die Drehplatte da ist gut. Mit Kreis ausweichen, nicht hochhopsen. Ja, ich setze ganz häufig zu diesem Sprungtritt an. Weil den Move mag ich. Aber manchmal entscheide ich mich dann auch in der Luft dagegen. Drehplatte drehen? Züge mit Netzen ziehen? Sollte klappen. Oh nein, Rätsel. Das kann jetzt nur schief gehen. Finde einen Weg, drei Züge vor dem Zugangstunnel aufzureihen. Ja, Moment. Also wenn ich die drehen muss, dann... Muss ich ein Netz spannen? Ja, nee, nicht hinziehen. Ich muss doch ein Netz spannen und dann dran ziehen, oder nicht? Aber es geht nicht. Naja, war klar, dass das jetzt fail wird. Ziehe mit Netzen an Zahnrädern. Achso, ja okay, der Ansatz war nicht falsch. Aber nicht an den Zügen direkt, sondern an den Zahnrädern muss man das machen. Ah ja. Nein, der Zug muss offen bleiben. What? Ja, jetzt war's richtig. Komm schon, Miles, Netz auf Nein? Getriebe. Hab ich zu wenig Spinnennetz geschmissen? Nochmal probieren. Los, ist gut. Jetzt zu den anderen. Ah. Okay. Der Underground verfolgt Nuform-Lieferung und legt die U-Bahn lahm. Wollen die verhindern, dass das Nuform die Stadt erreicht? Oder was? Welche Züge brauche ich denn eigentlich noch? Und wo sind die anderen Zahnräder? Ich sollte den Zug bewegen, der schon auf der Platte steht. Dann kümmere ich mich um die anderen. Wie zur Hölle bewege ich den hier? Ich finde leider keinerlei Anhaltspunkt. Nö. Oder muss ich jetzt am Boden? Warte, 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 warte. Ja, oh lol, ich bin so blöd. Am Boden, oder? Was damals vorgefallen ist, muss schlimm gewesen sein. Hier so. Ja,
oh mein Gott. Das klappt. Fast geschafft. An sich wusste ich es die ganze Zeit. Aber man muss am Boden stehen. Wie ich sowas hasse. Du stehst nicht am richtigen Punkt und deswegen kannst du das Rätsel nicht lösen. Okay, also ein Zug fehlt noch. Moment, irgendwas sagt mir, dass ich den hier bewegen muss. Ohne mich zu erschlagen. Gut, einer noch. Ja. Und dann müssen wir hier das hier nochmal drehen. Ey, ich weiß schon. Alles klar. Jetzt habe ich den Durchblick. Einmal den hier. Aua! Dann ihn hier aufladen. Ausweichen, Bruder. Ja, Moment. Jetzt weg, schnell. Sitzt wie angegossen. Nochmal drehen, ohne sich das Kreuz zu brechen. Ja. Hat geklappt. Die Züge sind auf den Gleisen. Passt das. Jetzt noch Strom. Strom. Mit Venom-Schlag? Die Steuerung hier ist auch hinüber. Aber der Generator nicht. Na, sag ich doch. Okay, so kann ich die Züge mit Strom versorgen. Vielleicht. Meine Netze leiten Strom. Ein leitfähiges Netz. Was? Halte? Ach, okay. Ja, macht Sinn. Komm schon, U-Bahn von New York. Jawohl! Hey, gibt's die PS5 in schwarz? Nein. Hat sich bei Ihnen was verändert? Ihr leuchtet alles wie an Weihnachten. Gut gemacht, Kleiner. Ich helfe gern. Wenn noch was ist, schreiben Sie mir über die App. Moment mal. Ich habe hier eine Kleinigkeit für dich. Nichts Besonderes, aber... Für mich? Ein Dankeschön dafür, dass du meinen Job gerettet hast. Cool. Ich komme jetzt zurück. Sag mal, erkennt er ihn eigentlich nicht an der Stimme? Aber gut. Dann wollen wir mal sehen, was wir für ein Geschenk bekommen. Hoffentlich ein neuer Anzug. Wäre ganz geil. Die aktuelle Markierung ist die richtige, oder? Weil da verlasse ich mich jetzt drauf. Hey Miles, bin gerade in Europa gelandet. Wie war Tag 1 als Solo-Spider-Man? Ziemlich gut. Hab eine Verschwörung in meiner Nachbarschaft entdeckt. Klassiker. Hast du schon einen Plan? Ich improvisiere einfach. Du bist ein wahrer Spider-Man. Also, wenn du mich brauchst, ruf einfach an. Oder komm mit dem Flieger. Aber ruf lieber an. Klar, Mann. Oh, und danke für das Geschenk. Ist der Hammer. Das ist dir verdient. Oh, MJ braucht mich. Ich muss los. Bye. So nice, wenn man sich so ranziehen kann und dann weiter jumpen. Geht die App steil. Du hast so viele Anfragen. Wie, die hier ist von Theo. Was für ein Typ. Oh, das muss ich mir unbedingt ansehen. Jetzt, wo die ganze Stadt auf mich zählt. Wir sind gerade die beliebteste App in New York City. Siehst dir an, wenn als du bei deinem Onkel fertig bist. Er weiß immer noch nicht, wer du bist, oder? Fast hätte ich mich verplappert. Aber nur fast. Ich sehe mir die App an, wenn ich hier fertig bin. Bis später. Ja, ist die richtige. Okay. Dann mache ich mich auf den Weg. Ziemlich nice. Und super lucky du. Danke dir für die 5 Münzen. Ich gebe hier nochmal 5 Münzen. Habe im ersten Part NSMB2 10 von Mario bekommen, von 5 meiner Mitgliedschaft. Refreshed und 5 donated. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, verwirrt mich total. Aber klingt nach Ehrensupport, also Kuss an dich. Klar, ein einfacher U-Bahn-Fahrer schenkt einem Jungen, der ihm hilft, einfach so einen Anzug in der Arbeiterschicht.
Naja, mal gucken. Bin mal gespannt. Tony Wu. Ehre für zwei Münzen und Dommys PC-Probleme in Bezug auf die App. Also seit Anfang des Jahres ist der Witz nicht mehr gültig. Ich habe ja keine PC-Probleme mehr. Ich muss Finn anrufen, wenn ich hier fertig bin. Oh, hey, Mr. Davis. Ich bin gleich da. Du musst dich beeilen, Spider-Man. Der Underground ist hier. Sie legen Bomben auf die Gleise. Bomben? Ja, moin. Echt jetzt? Deine Temperatur hat ihnen wohl nicht gepasst. Ich komme so schnell ich kann. Einen Moment noch. Und nicht rausgehen. Bisschen crazy. Aber das regeln wir. Ja, und jetzt, wo man sich an das Schwingen gewöhnt hat und die ganzen Tricks gelernt hat, ist das so unglaublich smooth. Man kommt so schnell voran, ich liebe es. Chaos Luke 3, danke für eine Münze. Grygar HD ist Mitglied geworden. Q lässt zwei Münzen da und Ennis Drrk ist auch neues Mitglied. Kuss. Auf den Kran und weiter und runter und let's go! Oh, ich brauche mehr Reichweite mit dem Schlag. Finisher. Die werden die ganze Linie sprengen. Nicht so lange ich hier bin. Ich glaube, ich brauche Drohnen-Support. Habe ich das noch zur Verfügung? Einen. Okay. Wie können die mich treffen? Hau ihn weg! Finisher! Yeah! Festspinnen, bevor er schießen kann. In die Luft schicken und ab ins Jenseits. Komm. Yeah. Mir läuft die Zeit davon. Oh, ich brauche eine Heilung. Die Zeit läuft davon. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Schneller, schneller, schneller. Finisher. Bullshit, 6 Sekunden. Was kann ich tun? Das weghauen. Okay, mach ich. Mach ich. Wow, das war Last Minute einfach. Ich mach schon. Nächste Bombe. Muss da rauf. Okay. Schnell, grab den Scheiß! Weg damit! Ah! Wow! Wohin jetzt? Wohin jetzt? Wo ist denn das nächste Ziel? Oder soll ich die besiegen? Ja, ist keine gute Idee eigentlich. Die machen mir viel zu viel Schaden. Das ist ein bisschen unklar gerade. Nein, ich will, ich will nicht raus aus der Mission. Oder muss ich jetzt doch die Gegner besiegen, weil ich schon alle Bomben entschärft habe? Aber es waren ja nur 2. Ich dachte, das wären ein bisschen mehr. Ich muss vorsichtiger sein. Ja gut. Wenn das so ist. Drohnen-Support. Und los geht's! Für dich ist Endstation an der Stelle. Und ich würde mal sagen, wir ballern hier rein. Yeah! Oh fuck. 2 weitere Bomben. Jetzt geht's doch rund hier. Nein, das war nicht die Bombe! Das war der Gulli! Eine noch. Okay. Hochschauen! Er ist in der Luft! Yes. Gestern findet ihr raus, dass Nuform per Zug transportiert wird. Heute wollt ihr die Züge hochjagen. Warum? Um das Nuform zu vernichten? Es zu stehlen? Scheiße. WTF! Ja, ich weiß, ich soll nicht springen. Du hast recht.
Ich soll ausweichen, du hast vollkommen recht. Alter, juckt es den nicht, wenn ich den mit so Sachen beschmeiße? Ja, ich sehe, dass ihr in der Überzahl seid. Und ich bin gefickt. Mann! Gibt's hier wenigstens Checkpoint? Noch eine. Hinter der Kreuzung da. Verstanden. Fuck. Mach! Hallo? Eine noch. Lost. Gestern findet ihr raus, dass du vom per Zug transportiert wirst. Heute wollt ihr die Züge hochjagen. Warum? Um das Buchform zu vernichten? Es zu stehlen? Wenn ich einmal in der Bedrängnis bin, kriege ich da echt Schwierigkeiten, wieder rauszukommen. Ich bin beim nächsten Schlag halt wieder tot. Yes, nice, 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 nice. Okay. Heilung. Und finishen, finishen, finishen. Okay, das ist schon mal ganz wichtig. Nein, ich bin unter Beschuss. Okay, nice. Weniger nice, aber das kriegen wir geregelt. Ich glaube, diese Gepanzerten, die kann man alternativ auch mit diesem unter den Füßen durchtauchen Move besiegen. Das scheint auch zu gehen. Mann, mach doch Wien im Schlag! Verdammte Scheiße! Mann! Noch eine! Hinter der Kreuzung da! Verstanden! Bring sie zum Taumeln! Eine noch! Als ob! Warte kurz. Donkey Kong hat hier alles auseinandergenommen. Bullshit. Also die Fights sind echt intens. Wie Nick schon sagte. Gestern findet ihr raus, dass Buchhorn per Zug transportiert wird. Heute wollt ihr die Züge hochjagen. Warum? Um das Buchhorn zu vernichten? Es zu stehlen? Ich glaube, ich sollte wieder mehr entwaffnen. Auch wenn es mir vorhin abgeraten wurde. Ich fühl mich damit besser. Weil das macht die Gegner halt schon um einiges schwächer. Und ich brauche das aktuell noch. Vielleicht später, wenn man mehr Abilities hat, ist es nicht mehr so wichtig. Aber Stand jetzt brauche ich es noch. Bam. Finisher. Okay. Besser als vorher auf jeden Fall. Ich habe schon wieder Venom gesagt. Oh, fuck. Venom, meine Fresse. Komm, piss dich. Als Maul. Okay. Ah, das
war mindestens ein Fail zu viel. Die Züge fahren, der Underground ist erledigt. Das war gute Arbeit. Spider-Man, schieß ein Netz! Der nächste Zug fährt in 5 Minuten ein. Bitte von der Bahnsteigkante zurück. Aber wie gesagt, ich finde es schön, dass das Spiel nicht ganz so easy ist und dich auch hart rannimmt. Mission abgeschlossen. Harlems Züge fahren nicht. Spider-Man hat die U-Bahn repariert. Er macht gute Arbeit, Aaron. Okay, alles klar. Der Underground hat meinen Anzug zugesetzt. Vielleicht mal flicken. Das klingt, als hätten wir tatsächlich eine neue Option. Hier siehst du alle Ressourcen, die du gesammelt hast. Setz deine Ressourcen ein, um eine neue Modifikation herzustellen, indem du sie auswählst und X gedrückt hältst. Eine Modifikation. Okay. Du hast gerade eine neue Modifikation frei. Okay. Hat sich da jetzt das Symbol hinten dran geändert? Warum kann ich denn den nicht drehen, damit ich mir das besser anschauen kann? Weil ich sehe den Unterschied nicht, wenn ich ehrlich bin. Hä? Ach, jetzt kann ich ihn drehen. Moment, liegt das vielleicht daran, dass ich die Jacke anhabe? Nö. Also ich sehe keinen Unterschied, aber hey, immerhin, es gibt uns 25% weniger Damage durch Nahkampfangriffe. Ich weiß nicht, ob es auch optisch irgendwo was bringt, aber ich sehe ums Verrecken keinen Unterschied. Ich glaube, du kannst dir einen Skin kaufen. Okay, und wie? Ah, nee. Aktivitätsmarken habe ich 7 von 8. Ich habe nach wie vor keinen Plan, wie genau ich die bekomme, aber da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Die Teile werden aber wohl auch dafür benötigt. Alles okay, Mr. Davis? Ja, dank dir. Oh hey, hier für dich. Eine Jahreskarte für die U-Bahn. Danke. Stimmt der Name so? Woher weißt du? Okay, ich muss los. Moment, Miles. Ich hab's geahnt, als ich gestern Nachrichten geguckt hab. Oha. Deine Moves bei der Verbrecherjagd, wie du ausgewichen bist. Das war wie damals im Park beim Basketball mit dir und deinem Dad. Du warst schnell. Jetzt bist du schneller. Keine Angst, ich sag's deiner Mom nicht. Versprochen? Versprochen. Sieh dich an, wenn dein Dad dich jetzt sehen könnte. Er würde vermutlich ausflippen. Er würde definitiv ausflippen. Du hast also den anderen Spider-Man abgelöst? Nein, wie gesagt, er ist nur im Urlaub. Okay, und du vertrittst ihn jetzt? Ja. Viel Verantwortung für jemanden in deinem Alter. Ich schaff das schon. Hoffentlich. Aber hör zu, wenn du mal nicht weiter weißt, ruf mich einfach an. Ich bin für dich da. Kapiert? Kapiert. Danke, Onkel. Ach, okay. Ich konnte mir einen neuen Skin kaufen, aber wegen der Modifikationen jetzt nicht mehr. Naja, ist mir aber so eigentlich ganz recht. Dank dir kann ich endlich wieder meine Tante besuchen. Weil die Mod bringt wenigstens was. Ich denke mal, die Anzüge sind nur Cosmetics, oder? Da stand jetzt zumindest nicht dabei, dass die auch irgendwas buffen. Doch, erhöht den Schaden durch geworfene Objekte zum Beispiel. Ja, na gut. Dann machen wir einfach weiter fleißig Nebenmissionen, dann werden wir uns die beiden hier bald holen können. Bin jetzt trotzdem nicht unzufrieden hiermit. Und wie im Chat gerade stand, ja, optisch bringt das nichts, aber eben mehr Skill. Gut. Womit machen wir weiter? Hola, Miro, weißt du was?
Mein Lieblings-Foodtruck ist heute bei der Kundgebung. Schau nach einem Logo mit Gyros-Spieß. Warte, hier ist eine Kiste. Hier ist eine Kiste. Danke für den Tipp. Oh, Mom, eine Frage noch. Du weißt doch alles, was so in Harlem passiert. Hast du schon mal vom Underground gehört? Ja, sie haben auf Roxxon-Gelände randaliert. Und ich glaube, sie werben überall im Viertel Jugendliche an. Warum? Sie haben dich irgendwo reinziehen wollen, oder? Nein, nein. Onkel Aaron hat mir von ihm erzählt. Ach ja, ich habe ihn in der U-Bahn-Station bei uns getroffen. Wusstest du, dass er da arbeitet? Nein. Du sollst dich doch von ihm fernhalten. Aber du und Dad habt mir nie gesagt, warum ich ihn nicht mehr sehen darf. Früher war er doch dauernd bei uns. Das soll Aaron selbst erklären. Ich bin gleich da! Sorry, Schatz, wir sind noch nicht fertig. Spider-Man, wo bist du? Die haben wohl Stress mit dem Onkel. Naja, kann man nichts machen. Plünderer. Ist eine Mission, die 27 Meter weg ist? Kein Problem. Geh die Welt retten, Mom. Jede Stimme zählt. Spider-Man. Spider-Man. Ach, der ruft mich sogar. Hey, wo steckst du denn? Hey, ich bin doch hier. Was? Nicht du, meine Katze. Genau nach dem echten Spider-Man. Ein paar Idioten haben meinen Laden geplündert und Spider-Man mitgenommen. Das ist furchtbar. Weißt du, wo sie hin sind? Sie haben gesagt, dass sie zum Umspannwerk wollen. Ein paar Blocks von hier. Ich werde sie finden. Und die Katze. Klar, Kleiner. Kann ja nichts schaden. Der hat die Katze so genannt. Deswegen hat er Spider-Man gerufen. Spider-Man. Mit 60 FPS und RT-Mode. Was meinst du damit, Nerdy? Und willkommen, Spider-Man. Hallo? Spider-Man. Ich sollte Genki anrufen, wenn ich dort bin. Was wollen die bei einem Umspannwerk? Also ich weiß, dass es diesen Spielmodus gibt. Das haben wir schon ausprobiert. Also alle drei haben wir schon ausprobiert. Trotzdem bleibe ich bei Grafik Full Flex. Aber Leistung RT ist auch ziemlich nice. Der nächste Zug fährt in 8 Minuten ein. Bitte Vorsicht. Moment, ist hier die Katze? Nicht, dass wir jetzt in eine andere Mission reinstolpern. Doch, Plünderer. Okay. Das mit der Katze hat mich aber gerade voll erwischt. Da ist mein Eingang. Er sieht den Eingang, ich nicht. Untersuche das Kraftwerk. Oh, wait, ist da vorne noch eine Kiste? Ja gut, können wir uns auch später drum kümmern. Da, 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 da. Night Fury HD, danke für 10 Münzen. Hey, dann eine kurze Frage. Welche zwei Spiele würdest du vergessen, um sie nochmal zu 100% zu spielen? Einen schönen Abend. Die auch einen schönen Abend. Danke fürs Reinschauen. Und die Antwort lautet Paper 2 und Legend of Zelda Breath of the Wild. Genki, ich brauche Hilfe. Theos Bodega wurde ausgeraubt und die Täter sind zum nächsten Umspannwerk geflohen. Schräg. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Ich sehe dich im Livestream. Im Livestream. Okay, krieg ich die Tür auf? Nö. Spider-Man, bist du hier? Also es sieht nicht danach aus, als wenn die Katze hier wäre, oder? Gibt es vielleicht mehrere Eingänge und ich habe den falschen? Oder Moment. Also wenn sie in den Kisten steckt, dann hoffe ich, dass sie eine gute Versicherung abgeschlossen hat. Die 30 FPS wirken wie eine Handbremse, finde ich. Ach so. Ja, an sich schon, aber ich finde, es ist in dem Spiel okay. Ach, warte, Mann, bin ich blöd. Da oben kannst du durch. Ja. Er schaut deinen Livestream. Kuss. Fuck. Wie komme ich denn da wieder runter?
schießen auf Transformatoren? Okay. Wie viele davon müssen wir lahmlegen? Sehe ich aus wie ein Elektriker? Schieß weiter, schneid die Drähte durch und mach mal hin! Irgendwas stimmt nicht. Ich komme nicht von der Wand runter und ich kann auch nicht den Self-Kill machen. Wo ist Spider-Man? Wo ist Spider-Man? Egal, wir schaffen es auch so. Zumindest, wenn ich den Typen da mit der Knarre schnell ausschalte. Das hat gesessen. Und... Boom. Yeah. Echt. Boom, das lässt du liegen, du Arsch. Hey, halt das mal bitte. Die Station liefert nur noch 64%. Vielleicht gibt's irgendwo Notstrom. Ja, hier. Gute Idee mit dem Backup-System. Du hast dieses Heldenzeug drauf. Nee, ich bin nur Zuschauer. Nein, nein, ich habe Kreis gedrückt, wirklich, ich schwöre, ich habe alle Knöpfe gedrückt, es ging nicht. Und ich konnte auch nicht den Self-Kill machen. Frag mich nicht warum. Oh, da ist die Katze, da ist die Katze. Halt, halt! Spider-Man. Spider-Man ist in den Aufzugsschacht. Alter, das verwirrt mich total. Ich bin Spider-Man! Hab die Katze. Oh. Ah, müssen wir festspinnen, ne? Alles klar. Spider-Man, halt durch! Ich hoffe, die Katze hat's nicht zerquetscht. Sag mal. Was mache ich denn da falsch? Ah, okay. Alles klar. Das war jetzt meine Schuld. Das war meine Schuld. Baloo, Kurs für 25 Münzen. Nutzinfo, gibt gerade ein Splatoon-Mario-Split fest. Ich weiß, kommt morgen. Spider-Man, warte! Warte, Spider-Man! Ich hab Frischfleisch! Ich füttere dir keinen Whiskas! Vertrau mir! Ich weiß, was sie planen. In der Nähe gibt's eine Bank. Ohne Strom keine Alarmanlage. Wenn wir den Strom anstellen, verhindern wir einen Bankraub? Verbrechen verhindern, bevor sie geschehen. Nur zwei Männer kennen die Bombe. Alles hängt von ihnen ab. Okay, okay. Konzentration. Okay, wer hat Scheiße. Spider-Man hergeführt? Support. Oh, garantiert war das Darren. Gefällt dir das? Das möchte ich gern zurückgeben. Ehre. Heilung. Hol sie zurück auf den Boden. Hops genommen. Und tschüss. Er gehört mir. Finisher. Oh. Doch nicht. Aber dann halt er. Ja, die Angriffe auch immer schön aufteilen, ne? Das macht Sinn. Ja, komm nur, komm, komm, komm! Na komm! Komm, Bro! Oh, komm her! Digga, kommst du jetzt mal? Man könnte meinen, ich spiele auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad, aber ihr habt ja alle gesehen, ich habe den dritten ausgewählt. Irgendwas stimmt hier nicht, ich hab's ja gesagt. Hallo? Oder? Oder? Komm. Ich hab ihn! Und down. Was ein schöner Tod, ne? Was ein schöner Tod. Nie Idee. Leistung ist auf null. Ich merk's. Schalte Notbeleuchtung ein. Okay. Lad die Notstromanlagen auf, um den Strom wiederherzustellen. Mach ich. Ist das nicht eine Stealth-Mission? Ich hab gesagt, das ist nicht so mein Ding. Tommy Lee VS, der Fuck. Der hat Angst. Es war so geil, dass er einfach nicht gekommen ist. Wie viele Leute braucht man denn für so eine Aktion? Warte, ich konnte die... Ich versuch's jetzt mal mit ein bisschen mehr Stealth, okay? Man konnte doch hier irgendwo so hinspritzen. Aber das sehen die doch dann.
Warte, wenn ich den rausnehme, bemerkt das keiner? Wer ist euer Boss? Ja, okay, oder doch. Ich wollte ihn halt auch zu mir herziehen. Wieso zur Hölle hat das nicht funktioniert? Shit. Das ist gut, Ablenkung! Ist das dein? Spezialeffekt? Was geht denn hier? Ist das ein Spezialeffekt? Gut, das würde ich wahrscheinlich auch fragen an seiner Stelle. Nein, das ist kein CGI. Das ist alles mein Ernst. Oh, fuck! Dem sein Kopf wurde einfach mit voller Wucht gegen die Wand gedonnert. Ich muss die Backup-Systeme finden. Womit füttert ihr eure Katzen? Also ich darf jetzt keine Marken nennen, aber welche mit hohem Fleischanteil auf jeden Fall. Ach hier. Okay, ich muss weiter. Den Hauptgenerator finden und ihn reparieren. Mizi! Die Typen reden ständig von ihrem Boss. Weißt du, wer das sein könnte? Jede Menge Leute wollen Banken überfallen. War ein Versuch wert. Wo ist Mizi? Da ist der Hauptschalter. Ich muss die Typen ausschalten und versuchen, ihn zu reparieren. Oh, shit. Passt auf, Jungs! Jemand will unsere harte Arbeit zunichte machen! Ah, ja klar. Unser Boss hat zu viele Feinde. Ja, aber er macht sie alle fertig. Nicht alle. Nicht schlecht, Kleiner! Scheint Spider-Man nicht besonders zu mögen. Ich glaube, hier werde ich einfach mal beide Drohnen nutzen, weil das sind so viele Gegner und es ist so wild. Werde ich brauchen. Einer oben, einer unten. Und erstmal eine Heilung spielen. Entwaffnen, bisschen Support leisten. Sehr gut. Was ist dein Problem, hä? Aufgepasst. Sollen wir ihn da oben denn erwischen? Sehr geil. Oh, weniger geil. Scheiße. Kannst du fangen? Gib ihm. Sehr gut. Effektiv. Und mein Sieg. Weiter mit dem Schalter. Wie ich da immer 10 Stunden suchen muss. Nicht gut. Es liegt kein Strom an. Ein Generator. Hm. Okay, dem Kabel folgen. Da ist der Generator, aber ich glaube, auf den sollte ich jetzt ausnahmsweise mal nicht draufhauen. Na also. Bro, dein Ernst? Der Generator ist an, aber wohl nicht verbunden. Okay, wir brauchen nochmal unsere Technik. Wie ging das denn nochmal? Dieses leitende Seil. Uff, ich weiß das nicht mehr. So, oder? Eins. Zwei. Ja, schön. Sehr schön. Top. Der Strom ist umgeleitet. Jetzt den Schalter umlegen. Kannst sie mit R3 scannen während des Schleichens. Und dann? Ach, nur dann macht er die Stealth-Kills? Oh, und ich wundere mich die ganze Zeit, warum er immer runterspringt. Okay. Okay, dann danke für die Info. Aber sehen wir es wieder positiv. Sowas deutlich actionreicher.
Es werde... Was war das für ein Geräusch? Oh, noch nicht vorbei. Ja, moin. Hey, Kätzchen. Alles okay? Spider-Man? Du kriegst sie nicht. Was ein Arsch, der packt die einfach weißt so in diesen Rucksack. Nicht, wie wichtig der Kennenlernprozess ist? Das ist dein Ende, Spider-Man! Warte, was hab ich denn? Was hab ich denn? Was hab ich denn? Du bist tot, Spinne! Hallo! Ja, komm, Bruder! Ich hatte Low HP und ich konnte nichts machen! Fuck! Weißt du nicht, wie wichtig der Kennenlernprozess ist? Sagt mir, wer den Überfall geplant hat und gebt mir die Katze. Dann lasse ich euch gehen. Deal? Oh nein! Lasst ihn nicht entkommen! Wie gefällt dir das, Kleiner? Oh Mann, ich muss den mit der Waffe schnell loswerden. Das müsste ich gern zurückgeben. Der gehört mir! Zurück! Mal sehen, ob du kämpfen kannst. So gehörst du. Leon, sag mir einfach, wer euer Boss ist. Dein ich krieg den irgendwann raus. Glaubst du, wir haben Angst vor dir? Yeah. Hier bin ich richtig lange gehangen bei dem Kampf. Das sieht bei mir momentan nicht besser aus. Okay, okay, reiß uns mal den Arsch auf. Das kann's nicht sein. Schon wieder zwei Fails. Fühle ich überhaupt nicht. So, der ist alleine. Da können wir schon mal Energie tanken. Heilung. Ausweichen. Und den Support spielen. Jetzt sind sogar zwei verfügbar. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Man braucht hier zwei Supporter. Und dann alle entwaffnen. Ja. Das wird's sein, Leute. Wie in einem Schlag. Ausweichen. Ah, okay, okay. Der Fette braucht dringend den Wien im Schlag. Anders geht's bei dem scheinbar nicht. Alright. Bisschen die Umgebung nutzen. Ja, na gut. In dem Fall war es jetzt nur das Regal. Da muss natürlich dann auch jemand dastehen. War jetzt nicht so. Ausweichen. Und hau ihm doch auf die Fresse endlich. Mann, diese Fucker mit der Pistole die ganze Zeit. Leichter Tag, um sich mit uns anzulegen. Wo kommen denn hier die ganzen Gegner her? Das ist echt crazy. Oh, dringend ne Fuck. Das ist zu wild. Weißt du nicht, wie wichtig der Kennenlernprozess ist? Ich hab sie zwar alle entwaffnet, aber es kommen so viele Gegner nach, dass das alles fast nichts bringt. Ich weiß auch nicht, ob unendlich nachjoinen und man eher auf den Fetten gehen sollte. Ja, den Finisher würde ich lieber für den anderen verwenden, wenn möglich. Nee, geht aber nicht. Okay. So, jetzt habe ich auch wenigstens mal Freiraum. Und kann entspannt diesen Venom-Schlag nutzen. Wenn man einmal in der Streak drin ist, dann läuft's. Weil dann bist du permanent aufgeladen gefühlt. Und kannst richtig abgehen. Schön ausgewichen. Ja, da hinten ist wieder so eine Drecksau. Du bist nicht der echte Spider-Man! Ja, wie gesagt, die mit der Knarre immer in der, im Blick behalten. Und sofort rausnehmen. Und ich sag's ja, wenn du einmal die Streak hast, dann läuft's. Ich glaube, es sind alle down, oder? Na also. Auf zum Schalter. Jetzt aber wirklich. Wieder drei Devs?
Aber ich komme langsam dahinter. Die richtigen Entscheidungen treffen und häufig ausweichen ist das A und O. So, Miezi, ich bin da. Oh, süß. So ein Tigerchen. Für den Dicken braucht man zwei Finisher. Ach, die lassen sich stacken? Okay. Dir wird angezeigt, ob sie sicher sind oder Gefahr lauert. Stealth killen kannst du die mit dem Lauer Tagdown Viereck oder mit dem Netzschlag Tagdown Dreieck. Ah ja. Beim Fetten geht auch durch die Füße durch und dann hinten in den Rücken schlagen. Okay. Hey Mann! Strom läuft wieder, Banküberfall gestoppt, Spider-Man-Katze gerettet. Ein ganz normaler Tag. Ich poste was über diese Kerle und ihren Boss in der FSDN-App. Vielleicht kriegen wir Hinweise, wer die sind. Ich melde mich. Und was bitteschön macht er jetzt, wenn die Katze aus dem Rucksack rausjumpt, weil sie Angst hat? Wie will er das seinem, ihrem Herrchen erklären? Kätzchen. Fast geschafft, fast geschafft. Jetzt, wo die U-Bahn wieder fährt, komm ich endlich wieder pünktlich zur Arbeit. Danke, Spidey. Warum liegt der am Boden? Was macht der da? Hey, Theo. Ich hab ne Überraschung. Ach ja? Was denn? Oh, Spider-Man! Bist du einfach ausgebüxt? Oh, Daddy hat sich solche Sorgen gemacht. Oh, ja, hat er. Oh, ja, hat er. Gut gemacht, anderer Spider-Man. Danke. Ja. Wow. Klar. Naja, immerhin. So, und wir haben 10 dieser Münzen bekommen und 1500 EP. Ich glaube, ich kann mir jetzt einen neuen Skin holen. Hast du Hinweise, für wen die Katzendiebe arbeiten? Ich verfolge ein paar Sachen, die damit zu tun haben könnten. Überfälle in Harlems Einkaufsstraße und ein paar Probleme bei Feast Nord. Ich poste alle neuen Infos in der App. Cool. Danke, Mann. Miles, treffen wir uns nun heute? Hey! Du hast mir nicht geantwortet. Oh, ja. Sorry, ich war ziemlich beschäftigt. Aber jetzt kann ich. Wo? Schön. Ecke 78. und West End. 78.? Beim Science Center? Warum dort? Du wirst schon sehen. Sei pünktlich. Ecke 78. und West End. Ich werde wohl sehen, was sie meint. Ich beeil mich lieber. Ja, wir haben natürlich wie immer den Stream überzogen, also statt 2 Stunden werden es jetzt 3. Daher ist die Frage, womit machen wir weiter? Was schaffen wir denn in den letzten 15 Minuten noch? Ich guck erstmal, warte, bei Anzüge? Wobei, was ist das denn jetzt schon wieder hier? Es gibt auch Visiermodifikationen. Ja, ich guck aber jetzt erstmal hier rein. Also die zwei wären verfügbar. Oh, Mashallah, der ist geil. Gönne ich mir. Reduziert den Schaden durch Fernangriffe um 25%. Yeah, baby. Und ich habe jetzt sogar noch ein paar Münzen übrig, glaube ich. Ja, 7. Reicht allerdings nicht für ein weiteres Upgrade. Schade. Naja, was soll's. Dafür sehen wir jetzt noch cooler aus. Das ist mal richtig gewagt. Also eine Nebenmission schaffen wir noch, oder? Hey, Jennycast-Fans. Kennt ihr das auch? Wenn euch eine Geschichte nicht aus dem Kopf geht? Vielleicht eine Filmszene, eine Überschrift, die ihr auf der Zeitung eines Sitznachbarn lest. Oder der Bericht eines Freundes über ein schlecht gelaufenes Date? Für mich ist diese Story der Underground. Wer sind sie? Was wollen sie? Die Frage ist einfach, scheint aber unmöglich zu beantworten zu sein. Das macht mich wütend. Sie stehlen, verletzen, entführen, belästigen. Sie treffen Unternehmen und Verbrechersyndikate.
Sie verfügen über hochmoderne Technologie und hassen jeden. Ich werde weiter recherchieren. Wenn ihr einen Tipp spielst habt, es zum ersten Mal, ja. Bis zum nächsten Mal und denkt immer dran, nie den Kaffeesatz in der Spüle verklappen. Das könnte die Leitung verstopfen. Okay, bye. Wobei, ich habe mich entschieden, wir machen noch diesen Hauptmissionsteil da vorne. Erstmal hole ich die Kiste und dann machen wir noch den Teil Hauptmission. So, die Kiste ist hier irgendwo, ne? Lass mal gucken. 50 Meter. Kriegen wir hin. Wird aber wahrscheinlich weiter oben sein. Ja, hier. So schwer zu finden sind die eigentlich gar nicht, wenn man das einmal geschnallt hat, wie es geht. Ich kann das bestimmt besser gebrauchen. Der Underground. Du hast jetzt das Outfit mit der Kratze. Was? Da steckt sicher mehr dahinter. What? Oder meintest du das hier? Also, ich weiß nicht, vielleicht wurde das hier auch durch die Katzenmission freigeschaltet, das kann natürlich sein. Auf jeden Fall habe ich jetzt mich für dieses entschieden, weil das ein bisschen außergewöhnlicher aussah. Auf jeden Fall machen wir hier vorne noch die Mission, würde ich sagen. Johnny, danke für eine Münze. Razen lässt 5 da. Hey, Domi, bin seit Pokémon Schwarz dabei und feier dann Videos. Mach weiter so und bleib so, wie du bist. Ich versuche es. Danke dir für die Treue. Spielst du es zum ersten Mal? Ja. Minify, danke für 2 Münzen. Spielst du auf PS4 oder PS5? Guck in die Videobeschreibung, da steht alles drin. Wackeliger als früher. Sei bloß vorsichtig. Ach so, den Anzug mit der Katze bekomme ich nach dem Hauptmissionsteil hier. Alright, danke für die Info. Auch wenn das ein bisschen seltsam ist. Warum bekomme ich das nicht nach der Nebenmission? Hä? Verstehe. Deshalb wolltest du dich also hier treffen. Du bist spät dran. Ich wollte schon los. Hilf mir mal, das sitzt fest. Die Kapsel ist ziemlich hinüber. Weißt du noch die Kombination? Ja, die ist, okay, die ist, Soll das ein Witz sein? Ihr müsst diesen Code auswendig wissen. Ich bin nicht immer da, um ihn euch zu sagen. Wir merken ihn uns, bestimmt. Wir merken ihn uns. Ja, ja, gut. Also, was möchtet ihr in das Ding reintun? Geheime Zeitkapsel. Nur für Miles und mich. Bam, ganz genau. Was geheim ist, ist geheim. Hey Rick, machst du jetzt diesen Job bei Roxxon oder nicht? Wieso? Würdest du ihn haben wollen? Vielleicht. Zeig doch mal das Angebot. Okay, ich hab Konkurrenz, hm? Tja, es hört sich ziemlich gut an. Ich soll das saubere Energieteam leiten. Und du kennst mich. Saubere Energie rettet die Welt. Ich liebe meinen Nerd-Fanclub. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Roxxon, bin gleich zurück. Du weißt doch den Code noch, oder? Die Fibonacci-Folge. Cool. Unser Preis. Ich meine, unser Energiekonverter war ziemlich heiß. Stimmt. Ob er wohl noch im Science Center ausgestellt wird? Hoffentlich. Wow. Sieh uns an. Wie zwei Trottel. Rick sieht so charmant aus wie immer. Ja. Ist da irgendwas mit ihm? Habt ihr gestritten oder so? Nein. Kein Streit. Finn. Alles gut. Warum haben wir keinen Kontakt mehr? Mist, schon so spät. Ich muss los. Hey, ich glaube, wir erzählen beide nicht alles. Nächstes Mal keine Geheimnisse.
okay? Ja. Hm, vielleicht. Wenn du pünktlich bist. Bis bald dann, Kurzer. Du siehst, dass ich jetzt größer bin als du. Nicht hier drin. Der ist ja richtig krass im Friendzone-Suff. Zeitkapseln gibt's jetzt also auch noch zu sammeln. Der Abschluss der Mittelstufe war bittersüß. Finn ging auf die Midtown High. Ich auf die Brooklyn Visions. Wir wollten in Kontakt bleiben, aber die Highschool ist eine ganz andere Welt. Mhm. Werden die mir jetzt auch auf der Karte angezeigt eigentlich? Es war echt schön, Finn wiederzusehen. Ich sollte die anderen Zeitkapseln suchen. Aber etwas später. Ich muss nach Hause zu Mams Kundgebung. Zeit für meine Jahreskarte für die U-Bahn. Ja, nice. Jetzt können wir auch Schnellreise machen. Dann, let's go. Oh, wie nice der Schnee aussieht. Das ist so schön scharf. Das Game ist grafisch so geil. Handy, yep. U-Bahn-Ticket, yep. Hast du den Schlüssel? Ja, ich hab ihn. Bam. Kriegt so ein richtiges Winterfeeling. Wir kommen zu spät. Hey! Oh Mann, ich werde dir Schnee in den Anzug stopfen. Hast du den Anzug noch an? Ja, klar, für den Fall. Es wird schon gut gehen. Siehst du, das gefällt mir an Harlem am besten. Spontane Straßenfeste, das beste Essen der Stadt, tolle Musik. Ja, das ist ziemlich cool. Weihnachtsmarkt. Ist ja letztes Jahr ausgefallen. Das passt toll zu dem Beat, an dem ich noch nicht saß. Ich sollte wieder Musik machen. Ist lange her. Bin zwar jetzt nicht unbedingt jemand, der auf sowas geht, aber schon schön. Es ist schon komisch, meine Mom als Politikerin. Ich kenne sie ja nur als Lehrerin. Ist ziemlich ähnlich, oder? Leute zusammentreiben, ihnen was. Sieht echt cool aus. Gern geschehen. Ist das die vorhin aus dem Laden? Sorry. Ich mache nächstes Semester auch Gebärdensprache. Espanol habe ich ja inzwischen gemeistert. Ah, sí? Desde cuando? Haha. Spanisch, echt nicht einfach, glaube ich. Du machst dir zu viele Sorgen. Wir haben getan, was wir... Gloria! Hallo! Hi, Miles. Das ist meine Freundin Steph. Sie ist eine neue Freiwillige bei Feast. Schön, dich kennenzulernen. Wir treffen uns dann bestimmt irgendwann im Asyl. Apropos. Keine Schichten bis nach den Ferien. Falls wir dann offen haben. Was meinst du? Ach, mach dir keine Sorgen. Hör deiner Mom gut zu. Wir sehen uns nach den Ferien. Ach echt, auf der PS4 hatte das Spiel noch Ladezeiten? Lol. Klar. Auf PS5 bisher einfach keine einzige. Läuft. SSD sei Dank. Das ist halt echt der größte Luxus bei der Next Gen, ne? Ja, und Philipp, Kuss für 5 Münzen. Hab eigentlich kein Interesse am Game, aber du hast eine Magie, dass man trotz mangelndem Interesse unterhalten wird. Dafür danke ich dir. Ich danke dir für das große Lob. Dankeschön. Tja, und jetzt statt Weihnachtsmarkt Demo. Das ist schon mehr 2020. Viel Glück, Miss Morales. Danke, Tim. Ah, Roxanne hat's wirklich mit immer wachsam bleiben, hä? Oh ja. Buenas noches, vecinos. Wisst ihr noch, wie es war, bevor Roxxon hier alles platt gemacht hat? Hey, bist du okay? Ich sage es euch. Es ist nur bei so einer Rede, Heimat der besten Eiscreme in ganz New York
York City. Und Juniperos Kita. Es ist okay, Mom. Deine Mom hat Leute, die auf sie aufpassen. Die Kirche St. Teresa, deren Chor jeden Sonntag und Mittwoch den ganzen Tag mit Musik erfüllte. Und selbst jetzt, Roxxon transportiert Nuform, ihren experimentellen Treibstoff, durch die Stadt und schweigt über die Risiken. Diese Botschaft ist für Roxxon. Der, für den ihr arbeitet, Simon Krieger, ist ein Mörder. Diese Plaza ist ein Denkmal seiner Skrupellosigkeit. Sie wird nicht eröffnet. Der Underground sorgt dafür. Herbert, bleibt ruhig! Kein Entkommen! Waffen bereit! Sie brauchen dich. Ich helfe deiner Mom. Ich hab sie. Auf geht's. Tja, da geht's wieder los. Mit mehreren von diesen Gepanzerten. Spanisch ist ganz einfach, schreiben die meisten. Ja gut, also in der Schule hast du ja meistens die Wahl zwischen Lateinisch, Spanisch und Französisch. Da denke ich auch, ist Spanisch am leichtesten. Und auch am sinnvollsten, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, wenn ich es lernen würde, hätte ich trotzdem Probleme. Mann, lass mich doch wechseln. Ah, ich drücke aber auch immer den falschen Knopf, ich Idiot. Haben die sich damit gerade selbst in die Luft gejagt? Perfekt. Guten Morgen. Und boom. Okay, das war gerade richtig geil. Finisher. Auch noch am Start. Ja, Mann, das war richtig episch gerade, die Kombination. Mit dem Ranziehen. Und alles, was danach folgte. Uiuiui. Läuft auf jeden Fall wieder besser gerade. Komm, piss dich, du nervst. Crap, ich werde beschossen. Heilung? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Da sind noch welche. Ziemlich viele sogar. Holy shit! Wo kommen die auf einmal alle her? Nadja fährt deine Mom ins Krankenhaus. Was? Geht's ihr gut? Sie hat sich am Arm verletzt. Keine Sorge, wir kümmern uns um sie. Was ist mit dir? Was macht der Underground? Dieser Angriff ergibt keinen Sinn. Ich dachte, sie wollen Nuform, aber hier ist doch keins. Ich muss herausfinden, was Tim oder plant. Bruder, das hat mir einfach 50% der Lebensanzeige abgezogen gefühlt. Gute Idee. Die Drohne gibt mir zwar gerade Support, aber trotzdem. Ich bin schon wieder so nah am Tod. Das, obwohl ich meine Abwehr verstärkt habe. Ja, hier ist halt keiner. Kann ich hier einen Takedown machen wenigstens? Jein. Also es war kein tödlicher, aber besser als nichts. Und die Heilung ist erarbeitet worden. Das war ja im Prinzip das, was ich erreichen wollte. Und dann kommt wieder der mit seinen 50 Zentimeter Fäusten. Aber gut, cool bleiben. Hab keine Drohne, scheiße. Vielleicht jetzt mal den hier. Finisher, göttlich. Ja, sehr gut. Ah, du Dreckskerl. Ich zerstöre dich. Oh, mit einem Schlag, cool. Ist der da gerade durch das Objekt durchgekommen?
the fuck? Was ist denn jetzt hier los hier? Miles! Oh Gott sei Dank. Wo bist du? Ich bin zu Hause, aber ich kann ins Krankenhaus kommen. Nein, bleib in Sicherheit. Du bist verletzt? Was ist, wenn dir etwas passiert und ich bin nicht da? Miho, das ist nicht wie beim Rathaus. Wir sind alle okay. Du bleibst in Sicherheit. Verstanden? Ich bin bald wieder da. Dann unterschreibst du auf meine Gips. Okay, Ma. Das brennt. Das wäre muss in Kasse. Hab dich lieb. Miles, die Kundgebung war in den Nachrichten. Seid ihr okay? Wo seid ihr? Ich will zu Braithwaite Bridge. Es gab eine Explosion. Okay, aber wenn Roxxon auftaucht, verschwindest du, klar? Sie werden einen Sündenbock für das alles suchen. Und Tinkerer wird ihnen nicht reichen. Okay, ich pass schon auf. Die Explosion sah übel aus. Ich muss mich beeilen. Oh ja. Schneller, schneller, schneller. Kommt jetzt diese eine Szene, die man in der State of Play gesehen hat? Oder zur Ablenkung. Dann wird das jetzt ultra krass. Erschießen wir uns nicht, okay? Warte mal, das... Ignoriert alles andere! Ist das seine Freundin? Das klang so weiblich gerade. Das wäre ja ultra wild. Das würde auch erklären, warum die keinen Kontakt mehr haben. So viel ihr tragen könnt! Lol. Er destabilisiert es. Runter! Als ob. Lenkt ihn ab. Jetzt geht's rund. Ich werde safe wieder 200 Mal sterben. Ich hab die Explosion gesehen. Mir geht's gut, aber. Hast du's gesehen? Tinkerer, das ist Finn! Oh mein Gott! Ich hab sie heute getroffen! Wenn ich nur mal nachgedacht hätte! Es ist nicht deine Schuld, Mann. Ich war so wild, dass ich das gespürt habe, oder? Normalerweise bin ich doch immer so ein Volldulli, der nichts kapiert. Er ist in der Luft! Das Luftraum ist weg! Er hat es vernichtet! Scheiße. Brauche ich da zwingend den Venom-Schlag? Ja gut, oder halt unten durchtauchen, geht auch noch, ne? Okay, erstmal den hier rausnehmen. Und boom. Die Explosion war deine Schuld! Das war nicht geplant! Fuck. Er will sich nicht von allen helfen! Oh, da schießt wieder einer, da schießt wieder einer. Wer ist das? Ah, da oben. Ihr Drecksäcke. Kill ihn doch, Bruder! Tschüss. F! Ja! Heilung und Schwung!
Manchmal geht das unten drunter tauchen aber auch irgendwie nicht. Keine Ahnung wieso. Nein, 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 die anderen wegen der Knarre. Aber ich finde, mein Movement ist schon deutlich besser geworden als am Anfang. Die Leute sitzen in der Falle. Ich muss hier fertig werden und den Leuten helfen. Yo, geil. Sehr, sehr geil, Bro. Und Finisher. Trotzdem noch zwei am Start. Erstmal ausweichen. Und boom. Top, 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 Bro. Danke, dass du es angekündigt hast. Was ein Trottel. Yes! Spider-Man killt nicht. Ja. Ey, das ist echt die Szene aus der State of Play, ne? Oder PS5-Präsentation, glaube ich, war es. Oh mein Gott. Das hat damals schon so brutal beeindruckt. Ja, und wie mache ich das jetzt? Fuck! Ach so, okay. Die Gewichte weg. Oder Feuer löschen. Ja, das können wir auch machen. Stimmt, Spider-Man hat Ehre, der killt ja nicht. Der knockt die Gegner nur aus oder klemmt sie fest mit dem Netz. Warte, was mache ich eigentlich? Da sind noch mehr. Die brauchen Hilfe! Einfach den Bus fast ignoriert. Ja, als ob er den Bus halten kann, weißt du? Wahnsinn, auch die ganzen Kamerafahrten und das laggt halt kein einziges, also zumindest nimmt man es nicht wahr. Zusammenziehen. Patafix. Muss stabiler werden. Okay, okay, okay. Ich brauche etwas, das sie rüberbringt. Ich weiß nicht. Ist auch eine coole Einbindung von Quicktime-Events. Was machen wir jetzt mit dem? Okay. Die schönen Autos. Geisteskrank. Spider-Man, danke. Spider-Man ist ein Ehrenmann. Ja, auf jeden. Erinnert mich an Homecoming. Na, den Film habe ich nicht gesehen. Nur die ersten drei. Ich habe das gesprengt. Oh no. Alle in Sicherheit. Nach der Explosion fing die Brücke an. Sieh den anderen Spider-Man. Erbitte Anweisungen. Was ist los? Ich habe keine Ahnung. Verstanden. Nein! Sind ich bin nicht euer Feind! Was macht ihr denn? Er hat uns gerettet! Hey, lass ihn in Ruhe! Ich nehme das auf! Wir sind Zeugen! Sie, weg mit dem Handy, sofort! Ehre, schnell streamen, streamen! Sofort! Hey, lass sie in Ruhe! Verschwinde! Das ist die letzte Warnung! Ich hab geholfen!
Spring doch einfach! Was zum Teufel? Was? Wo ist der hin? Oh mein Gott! Gefallen? Haben die ihn geschubst? Ja, wo ist der denn hin? Ah, ist wahrscheinlich so eine Funktion, die sein Freund gerade aktiviert hat. Über diese App oder whatever. Er ist unsichtbar für die. Ja, besser ist es, ne? Was ist jetzt mit Roxons? Wir sind für sie da. Die hätten mich erschossen. Die wollten nicht mal zuhören. Manipulation am Start. Bist du okay? Ich weiß nicht. Warum wird diese Brücke in jedem Marvels-Game zerstört? Heute bei mir ist Simon Krieger. Wir sprechen über die Zerstörung der Braithwaite Bridge. Hey, ich will den neuen Spider-Man unterstützen, aber seine... Wie nennt man das? Bioelektrizität? Willst du Frühstück? Hat Roxxon Eigentum zerstört und darüber hinaus unsere Brücke. Das stimmt doch nicht. So war das gar nicht. Finn ist Tinkerer. Sie hat das Nuform gestohlen. Ich weiß nicht wieso. Und ich hab die Brücke gesprengt. Nein, du hast... Ich gehe jetzt zur Wahlkampfzentrale. Soll ich euch irgendwas mitbringen? Wie wär's mit Dulce de Coco? Ich dachte, du würdest aufhören. Warum sollte ich? Ich kämpfe für mein Zuhause. Ich mein's ernst. Du könntest tot sein. Unsere Familie gibt nicht auf. Das weißt du. Mom! Dulce de Coco wäre toll. Wenn's kein Problem ist. Ist es nicht. Ich dachte, ich könnte mit meinen Kräften alles wieder gut machen. All das tun, was Spider-Man tut. Immer wenn du Spider-Man sagst, meinst du damit den anderen. Du bist Spider-Man. Du richtest das. Auf deine Art. Neuer Anzug. Das ist der Hauptanzug, glaube ich. Von ihm. Was läuft, New York? Ja, geil. Hey, Mann. Das ist, denke ich, auch ein sehr, sehr passender Moment, um den YouTube-Stream zu beenden. Wir brauchen kürzere Namen. Die guten Apps sind nur ein Wort lang. Ich werde das Spiel auf jeden Fall auf Twitch noch durchstreamen, weil es gefällt mir sehr gut. Hey Pete, wie läuft's? Ich hab Nachrichten geguckt. Auf Symkarianisch. Entweder ist eine Brücke explodiert. Oder ein Bagel verräuchert, was im Kontext keinen Sinn ergibt. Auf jeden Fall suche ich nach Glück. Ich kann morgen Abend zurück sein.
Nein, tu das nicht. Schon okay. Ich weiß, wer die Verantwortung trägt. Ich werde sie aufhalten. Versprochen. Okay, ich vertraue dir. Aber wenn du mich brauchst, fliege ich sofort nach Hause. Ansonsten bin ich bloß in ein paar Wochen bei meiner Rückkehr. Ja, okay. Danke. Viel Spaß beim Sumkarianisch lernen. Warum gibt es 7 verschiedene Wörter für Klo? Als ob. Ja, wie gesagt, gefällt mir richtig gut. Es ist eigentlich alles top. Steuerung ist großartig. Es spielt sich total smooth, selbst im Grafikmodus. Fällt das nicht so mega auf, dass es nur 30 Frames hat. Es ist grafisch bombastisch, die Musik ist toll. Auch wenn die mir wahrscheinlich jetzt Claims geben. Das ist ein Gegner? What the fuck? Auch wenn ich wahrscheinlich gleich geclaimed werde. Ist halt dann so. Das Einzige, was man wohl kritisieren kann, ist halt wirklich der Umfang. Also anscheinend kann man es in 5-6 Stunden durchspielen. Ich glaube, das betrifft aber auch nur die Main Story. Also mit Sidequests ist es nochmal ein bisschen mehr. Ach, das ist so geil, oder? Die ganzen Kamerafahrten, die Moves, die man drauf hat. Dürfen nicht verlieren. Wählt ihr aber. Also ich feiere es hart. Ich streame ja leider nicht regelmäßig auf Twitch, weil ich die Zeit nicht habe, aber das hier werde ich jetzt wahrscheinlich mal priorisieren. Und lol, der wird total zerstört einfach. Jetzt frage ich mich, wie will der das überleben? Okay, Boss, hier ist der Plan. Finns Familie hat eine Werkstatt in Midtown. Naja, sie ihr könnt euch aber auch darauf einstellen, dass wir das auf jeden Fall noch zu Ende spielen werden. Wäre es nicht einfacher, sie anzurufen und zu reden? So, und ich hätte jetzt ganz gerne noch die Kiste, damit sich der Kampf noch gelohnt hat. Als ich sie auf der Brücke sah, habe ich sie kaum wiedererkannt. Ich muss wissen, warum sie das alles tut. Okay, Mann. Mach, was du für richtig hältst. Halt mich auf dem Laufenden. Meter. 14. Ist es unter mir? Hä? Ach so, hier. Ah, ja. Danke euch für rege Teilnahme. Hat Spaß gemacht. Toller Stream. Nicer Support. Nochmal Dankeschön an der 420-Man from Halle Saale, der Mitglied geworden ist. Leon HD hat noch eine Münze da gelassen und Jens 5. Finde cool, dass du Nord 3D World als Streamprojekt machst auf YouTube und Bowser's Fury hinterher mit dem Let's Play dranhängst von 2018. Und wie geht's dir? Gut, danke dir. Ich mache aber jetzt nach neuem Erkenntnisstand sehr, sehr wahrscheinlich nur Bowser's Fury, weil das ja von Anfang an verfügbar ist. Und nochmal das Base Game drauf durchspielen. Sehe ich ehrlich gesagt keinen Sinn darin. Aber wenn wir dann sehen, wenn es soweit ist. Finde auf jeden Fall gut, dass Bowser's Fury von Anfang an verfügbar ist. Jo! Und das war's an dieser Stelle. Sind auch gut durchgekommen. Gab vielleicht 2-3 Stellen, wo es ein bisschen gestruggelt hat, aber fand ich in Ordnung. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht und ein schönes Wochenende. Schlaft gut durch. Und bis morgen. Moment. Neuer Anzug lese ich gerade noch. Und ich habe Anzug-Modifikationsplatz freigeschaltet. Den 2. Das ist jetzt aber wieder einfach nur für Buffs, ne? Ja, okay. Ja gut, du meinst den hier, oder? Naja, ich muss aber sagen, den fühle ich nicht so. Den finde ich sogar brutal weird. Nee. Das kaufe ich nicht. Aber das hier. Auch schön, dass man so viel skillen kann. Feier ich. Wir haben 3 Fertigkeitenpunkte, die wir noch vergeben können. Tranenergie wird 20% schneller aufgefüllt. Ja, los geht's.
Genau, wir können jetzt scheinbar durch Drücken von Steuerkreuz rauf und jederzeit unsichtbar machen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Cool. Mega cool. Bin gespannt, was es noch so für Abilities gibt. Das werden wir dann auf Twitch rausfinden, wie gesagt. Ja, die anderen Punkte, die spare ich mir mal. Also, wie gesagt, danke für einen geilen Stream. Mega Spiel. Und gute Nacht.